Hallo an alle geistig-sittlichen Wesen. Ich freue mich, dass ihr euch erneut bereit erklärt, meinen Gedanken zu lauschen und dabei vielleicht das eine oder andere Puzzleteil für euren Weg entdecken könnt. Auch dieses Mal möchte ich darauf hinweisen, dass es sinnvoll wäre, wenn nicht eh schon geschehen, sich die ersten drei Teile von Menschen und Person anzusehen, da dieses Video auf dem Wissen und dem Bewusstsein der Trilogie aufbaut. Aus meiner Sicht sollte es gar kein weiteres Video zu diesem Thema geben. Aber erstens kam es mal wieder völlig anders und zweitens, als ich dachte. Denn in unzähligen Gesprächen, E-Mails und telefonischen Nachfragen tauchten immer wieder die gleichen Probleme auf. Wie soll ich das umsetzen? Soll? Gar nicht. Aber wenn du möchtest, dann benötigst du einfach das passende Bewusstsein. Ein Patentrezept, um dieses zu erlangen, kann ich nicht geben, aber vielleicht helfen dir die Informationen, die ich in diesem Video zusammengetragen habe. Nur, eine Bitte habe ich. Alles, was ich in diesem Video sage, interpretiere oder sogar behaupte, ist mein Bewusstseinszustand. Bitte hinterfrage alles und gleiche die Informationen mit deinem Wissen, Glauben und Bewusstsein ab. Für mich entpuppt sich das Folgende als schlüssig und hat bisher jeder Prüfung standgehalten. Das kann natürlich mit weiteren Informationen in Zukunft völlig anders aussehen. Wir entwickeln uns schließlich alle weiter. So, genug der Vorrede. Wird eh wieder lang genug. Lasst uns einfach loslegen. Kurze Zusammenfassung. Ich habe mich als geistig-sittliches Wesen erkannt. Als geistig-sittliches Wesen in einem menschlichen Körper. Deshalb benenne ich mich auch einfach nur als Mensch. Als Mensch, der dem Staat gegenübersteht, mit universellem Recht, also mit einem Recht, das die Natur bzw. der Schöpfer mir mit auf den Weg gegeben hat. Alleine schon dadurch, dass ich hier auf dieser Erde existiere. Wenn ich mich nicht, wieder der Natur, sofort um die Ecke bringen möchte, muss ich hier irgendwo leben können und dürfen. Dieses Recht hat die Natur bzw. der Schöpfer jedem Lebewesen mitgegeben. Ich kann nicht sagen, aus welchem Grund, aber ich denke mal aus purer Langeweile, geistiger Umnachtung oder Gier einzelner Individuen, kamen wir auf die Idee, Staaten zu bilden, Personen als Spielfiguren zu kreieren und uns für diese Spielfiguren Regeln in Form von Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien und was weiß ich was auszudenken. In weiser Voraussicht schrieben wir in diese Spielregeln gleich hinein, wie wir mit uns umzugehen haben, falls wir den Bezug zur Wahrheit verlieren würden. Genau das ist inzwischen ausgiebig gelungen. Und so stolpern wir als Spielfiguren mit einem ausgereiften Halbwissen über das Spielbrett und nehmen uns für überaus wichtig. Wobei jeder wichtiger ist als der andere. Nur bei wem soll ich anfangen? Und so leben wir Menschen inzwischen komplett nach den Spielregeln, die eigentlich nur für die Personen gedacht waren. Vor lauter Übermut fingen wir an, die Spielregeln zu ändern, neue dazuzupacken und andere einfach zu streichen, ohne zu merken, dass der Sinn des Spiels inzwischen völlig abhandengekommen ist. Aber hey, egal, weiterspielen! Um es mit dem Beispiel der Fiktion aus dem ersten Teil zu sagen, Hänsel und Gretel verirrten sich im Wald, denn die Wellen peitschten ihnen ins Gesicht und der Hummer lief durch die Tomatensoße grün an. Tja, und selbst hier wird es einige geben, die voller Spannung darauf warten, wie es denn nun weitergeht. Es gibt aber auch Menschen, die die Sinnlosigkeit erkannt haben und für sich selbst entscheiden, dass sie dieses Spiel nicht mehr mitspielen wollen. Das ist auch ihr gutes Recht, nämlich das von der Natur gegebene Recht auf Selbstbestimmung. Nur, wie bringt man das den ehemaligen Mitspielern bei, ohne ihnen ihr Recht auf Weiterspielen zu nehmen? Genau dafür haben wir in den Spielregeln von Anfang an vorgesorgt. Jetzt heißt es, erkennen, bewusst werden, weitertragen. Ich habe bereits das Spiel erkannt, bin mir dessen bewusst geworden, dass es inzwischen sinnlos ist. Ja, viel schlimmer noch, dass es Menschen schadet und sogar tötet. Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass ich keine Spielfigur bin, noch jemals war und auf keinen Fall überhaupt sein möchte. Aus diesem Grund habe ich mich ausgiebig mit den Spielregeln beschäftigt und die Stellen gefunden, wo den Spielfiguren, sprich Personen, ganz genau erklärt wird, dass es außer Mitspielern noch etwas anderes gibt, sogenannte Menschen, und wie sich die Mitspieler diesen gegenüber zu benehmen haben.
Aber wie es im Kindergarten nun mal so ist, wenn der, die das sogenannte Erziehungsberechtigte ruft, dauert es ewig, bis die Kinderlein zur Ruhe kommen. Und einige muss man dann eben doch mal an den Ohren herbeiziehen, damit es für alle wieder weitergehen kann. Und genau an dieser Stelle befinden wir uns jetzt. Doch halt! Was ist das für ein Geschrei im Hintergrund? Wieso regt sich der Bengel auf, nur weil ich ihn am Lauschlappen gepackt und an den Tisch gezerrt habe? Tja, genau da ist das Problem. Ich habe ihm etwas weggenommen. Nämlich seine freie Entscheidung. Ich habe ihm meinen Willen aufgedrückt und er zeigt einfach nur ganz deutlich, dass ich bei ihm eine Grenze überschritten habe. Es muss also eine andere Lösung geben. Genau das gleiche Problem haben Menschen im Umgang mit den Personen und dort ganz besonders mit den Bediensteten des Systems. Der Polizist, also der Mensch, der seinen freien Willen dazu nutzt, um die Person des Polizisten zu spielen, möchte die Rolle eben spielen. Ich habe nicht das Recht, ihm diesen Willen zu verbieten, selbst wenn er nach seinen eigenen Spielregeln betrügt. Das ist auch sein freier Wille und den kann und darf er ausüben, bis er keine Lust mehr hat. Allerdings habe auch ich meinen freien Willen und den hat der Polizist zu respektieren. Ja, sogar mehr noch. Er hat sich mit der Wahl seines Berufes dazu verpflichtet, alles ihm Mögliche zu tun, damit ich als Mensch meinen freien Willen ausleben kann. Doch hier stoßen die Interessen aufeinander und bisher endete so etwas im Konflikt, der wiederum zur Gewalt führt. Dabei wäre die Lösung so einfach. In den Spielregeln ist alles ganz genau aufgeführt und erklärt. Doch leider haben viele, viele Menschen bisher kein Interesse gezeigt, die Spielregeln zu lesen. Sie probieren lieber einfach aus und jammern, meckern und lamentieren hinterher herum, wenn es ihnen dann an den Kragen geht. Hilft aber nichts. Genau mit diesem überflüssigen trockenen Stoff wird es jetzt weitergehen. Denn nur so ist es möglich zu begreifen, wer hier wie auf wen zu reagieren hat. Herzlich willkommen im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Und ja, ich weiß, aber die Spielfiguren wollen bescheißen und sehen das Grundgesetz auch ohne sogenannten Geltungsbereich als ihre gültige Verfassung an. Hier geht es schon los. Egal, lasst sie spielen. Ich erkläre euch noch warum. Also noch einmal ganz kurz. Der Mensch steht dem Staat gegenüber und kann in ihm höchstens als Person agieren. Heißt also, hier der Mensch, da der Staat. Im Staat die Person, geschaffen vom Staat durch Geburtsurkunde. Dargestellt durch Zettel und Plastikkarten, wie zum Beispiel den Personalausweis, dem Reisepass oder dem Führerschein. Das gehört schon mal alles zusammen. Und auf der anderen Seite steht ganz allein der Mensch. Allein. Er ist schon alles, denn ihm gehört auch die Erfindung Staat. Und doch brauchen wir jetzt erst einmal die Grenze. Und jetzt ab ins Grundgesetz. Abschnitt 1, die Grundrechte. Artikel 1, Absatz 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen hatten wir schon. Sie gehört eindeutig dem Menschen. Somit ist dieser jetzt nicht mehr so einsam. Er hat zumindest seine Würde zurückerlangt. Diese kann und darf er auch behalten, denn sie ist ein unantastbares, universelles Recht. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Hier lesen wir ganz deutlich, dass sich alle Bediensteten freiwillig mit ihrer Berufswahl in die Pflicht begeben haben, die Würde des Menschen zu schützen. Und der steht dem Staat nun mal gegenüber. Schon an dieser Stelle erkennen wir, dass die Bediensteten dem Menschen verpflichtet sind, ihn also auf keinen Fall zu Maßregeln haben, es sei denn, dass sich der Mensch freiwillig ins staatliche Recht begibt. Dann hat er auch automatisch alle ihm zugedachten Pflichten. Wann das passiert, erkläre ich euch später. Wir halten fest, schon im ersten Artikel des Grundgesetzes geht es um zwei getrennte Rechtskreise. Der Mensch und seine Würde im universellen Recht, der Staat mit seinen Personen und Gesetzen im positiven, also vom Menschen gemachten Recht. Wichtig zu erkennen ist hier, dass die Bediensteten verpflichtet sind, die Grundrechte zu achten und zu schützen. Sie sind also Grundrecht verpflichtet.
Wobei ich gleich vorwegnehmen möchte, dass die Bediensteten nicht die einzigen grundrechtverpflichteten Personen sind. Im Laufe des Videos werden sich noch so einige andere dazu gesellen. Doch bleiben wir in der Reihenfolge und kommen erst einmal zum Absatz 2. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Das deutsche Volk. Was ist denn das deutsche Volk? Am besten fangen wir da ganz einfach an. Was ist denn überhaupt ein Volk? Fragen wir die Juristen. Volk ist die anfangs vor allem durch die gemeinsame Sprache, zum Beispiel Indogermanen, Griechen, Römer, Kelten, Slawen und so weiter, in der Gegenwart durch gemeinschaftliche, geistige, kulturelle oder politische Entwicklung verbundene größere Menschenmehrheit, zum Beispiel Schweizer, Belgier, Amerikaner, Russen und so weiter. Okay, wer kann mit dieser Definition etwas anfangen? Ich probiere mal, diesen Bereich kurz zu halten, da sich genau hier der Kaninchenbau in seine tiefsten Abgründe verzweigt und ich nicht allzu weit vom Hauptthema abkommen möchte. Ein Volk ist in der Gegenwart also eine größere Menschenmehrheit, die gemeinschaftlich, geistig, kulturell oder politisch verbunden ist. Ab wann ist denn eine Mehrheit? Und ab wie viele eine größere? Und von was? Macht euch dazu mal Gedanken. Denkt auch mal an Begriffe wie das Volk der Gaukler oder das fahrende Volk. Im Namen welchen Volkes werden denn Beschlüsse und Urteile verkündet? Eine legitime Frage, die man ruhig mal einen Richter stellen sollte. Naja, vielleicht müssen wir auch einfach nur weitersuchen. Es geht ja um das deutsche Volk. Was ist also deutsch? Deutsch, völkisch, ist die Bezeichnung, die einen Bezug zu der besonderen, vor allem durch die eigene Sprache gekennzeichneten Volksgruppe der Deutschen im Gegensatz zu anderen Völkern ausdrückt. Siehe Deutscher. So, liebe Österreicher, Schweizer und alle anderen deutschsprechenden Menschen, nach dieser Definition seid ihr nun alle Angehörige des deutschen Volkes. Aber mal sehen, wir haben ja noch den Verweis auf Deutscher. Deutscher im Sinne des Grundgesetzes, Artikel 116, ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit hat oder als Flüchtling oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiet des Deutschen Reiches nach dem Stand vom 31.12.1937 Aufnahme gefunden hat. Deutsche haben die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten und den gleichen Zugang zu allen öffentlichen Ämtern. Artikel 33 Grundgesetz. Bestimmte Grundrechte, Bürgerrechte, stehen nur Ihnen zu. Diesen Text finden wir, wie angemerkt, im Artikel 116 des Grundgesetzes. Dort geht es unter anderem um die Staatsangehörigkeit. Somit können wir das deutsche Volk auf jeden Fall dem Staatsrecht, also dem positiven, vom Menschen gemachten Recht zuordnen. Demnach sind auch alle Angehörigen des deutschen Volkes grundrechtverpflichtet. Und eben diese Angehörigen des deutschen Volkes bekennen sich zu den unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Das heißt, was auch immer in den Menschenrechten steht, das deutsche Volk hat sich daran zu halten. Zu den Menschenrechten möchte ich später kommen. Jetzt bleiben wir erst einmal im Grundgesetz. Artikel 1, Absatz 3. Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Hier steht es ganz deutlich, dass sich die Gesetzgebung, die vollziehende Gewalt und auch die Rechtsprechung an die in den Artikeln 2 bis 19 folgenden Grundrechten zu halten haben. Auch diese sind demnach Grundrecht verpflichtet. Schauen wir uns doch einfach mal ein paar dieser Grundrechte an. Artikel 2 Absatz 1. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Als erstes fällt auf, dass hier von jeder gesprochen wird. Also jeder Mensch und jede Person haben das Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Was ist denn Persönlichkeit? Persönlichkeit ist die ausgeprägte Individualität eines Menschen. Zur Entwicklung der Persönlichkeit gehört es,
sich in der Öffentlichkeit angemessen bewegen zu können. Deshalb steht zum Beispiel jedermann ein vor medialer Beobachtung geschützter Freiraum zu. Halten wir erst einmal fest. Persönlichkeit hat nichts mit Person zu tun. Im Gegenteil, es bezeichnet die Individualität des Menschen. Somit darf also jeder Mensch seine Persönlichkeit frei nach seinem Wesen entwickeln und muss sich dementsprechend frei in der Öffentlichkeit bewegen können. Er darf dabei nur nicht die Rechte anderer verletzen, beziehungsweise gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstoßen. Jetzt die große Frage: Für wen wurde dieser Absatz geschrieben? Und wer hat sich daran zu halten? Dazu sollten wir zwei Dinge klären. Was ist die verfassungsmäßige Ordnung und was das Sittengesetz? Erst einmal die verfassungsmäßige Ordnung. Ordnung ist der einleuchtend geregelte Zustand. Verfassungsmäßige Ordnung, Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, ist die verfassungsgemäße Rechtsordnung, also die Gesamtheit aller Gesetze, die mit den Normen des Grundgesetzes und mit den ungeschriebenen elementaren Verfassungsgrundsätzen materiell und formell übereinstimmen. Aha! Die verfassungsmäßige Ordnung betrifft also die Spielregeln und somit diejenigen, die diesen verpflichtet sind. Und was ist das Sittengesetz? Sittengesetz, Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, ist die, eine der Schranken der allgemeinen Handlungsfreiheit bildende, Gesamtheit der sittlichen Norm, welche die Allgemeinheit als richtig anerkennt und als für ein Zusammenleben sittlicher Wesen verbindlich betrachtet. Aha, da taucht es wieder auf, das sittliche Wesen, wie wir es schon aus der Definition der Menschenwürde kennen. Im Sittengesetz geht es also darum, wie sich sittliche Wesen zu benehmen haben, und das aus Sicht der Allgemeinheit. Allgemein, Adjektiv, üblich, selbstverständlich, nicht durch einzelne besondere Umstände gekennzeichnet. Naja, also aus Sicht aller. Wie haben sich denn jetzt sittliche Wesen zu benehmen? Sittlichkeit, Moral, ist die Gesamtheit der inneren, auf die Gesinnung bezogenen Verhaltensnormen. Sittliches Verhalten ist das auf das Gute um seiner selbst willen gerichtete Verhalten. Die Ausrichtung am Gewissen und am Guten unterscheidet die Sittlichkeit vom Recht. Das heißt, dass das geistig-sittliche Wesen von seinem Bewusstsein, seiner Gesinnung und von seinem Verhalten her ausschließlich auf das Gute bezogen ist. Es wird keinem anderen Lebewesen mutwillig Schaden zufügen. Genau dieses geistig-sittliche Wesen wird in der Definition der Menschenwürde als Mensch betrachtet. Somit wird genau dieser Mensch keinem Lebewesen mutwillig Schaden zufügen oder ihm auch nur etwas wegnehmen, was ja ebenfalls ein Schaden wäre. Nimmt der Mensch einem anderen etwas weg, verlässt er automatisch und freiwillig die Sittlichkeit. Muss ab diesem Augenblick als Person, wie im BGB § 1 angegeben, betrachtet und somit auch nach positivem Recht gemaßregelt werden. Das Verlassen der Sittlichkeit unterliegt dem freien Willen des Menschen. Wille ist das menschliche Verhalten leitende Streben bzw. die Fähigkeit des Menschen, sich für ein bestimmtes Verhalten zu entscheiden. Seine Entstehung im Einzelfall ist nicht wirklich geklärt. Die Rechtsordnung geht grundsätzlich von der Freiheit des menschlichen Willens aus. Und siehe da, so wie alle Staatsgewalt vom Volk ausgeht, ich davon ausgehe, dass wir gleich eine Pause brauchen, geht die Rechtsordnung von der Freiheit des menschlichen Willens aus. Der Mensch kann und darf also frei entscheiden, ob er als geistig-sittliches Wesen nach und in der Sittlichkeit lebt oder ob er durch sein Verhalten ins positive Recht wechselt. Manchmal, ja oder ich denke mal im Augenblick meistens, geschieht dieses aus mehreren diversen Gründen unbewusst. Kommen wir zurück zum Artikel 2 und betrachten den Absatz 1 jetzt noch einmal aus dieser Perspektive. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsgemäße Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Wie schon erwähnt, ist die Persönlichkeit auf den Menschen bezogen. Also hat jeder Mensch das Recht, sich frei zu entfalten, solange er nicht die Rechte anderer verletzt. Verletzt er die Rechte eines anderen Menschen, wird er automatisch als Person betrachtet und verliert sein Recht auf freie Entfaltung.
Als Person unterliegt er der verfassungsmäßigen Ordnung und wird dementsprechend von der Staatsgewalt gemaßregelt. Auch dieser Artikel bzw. dieser Absatz lässt zwei Rechtssysteme erkennen. Für den Menschen ist er so etwas wie eine Warnung. Eine Warnung vor dem, was passiert, wenn er seinen Willen dazu einsetzt, die Sittlichkeit zu verlassen und sich somit freiwillig an den Spieltisch setzt. Für die Person, zum Beispiel dem Richter, Polizisten oder Staatsanwalt, ist es eine eindeutige Grenze. Hier wird diesen deutlich aufgezeigt, dass sie keine Rechte gegenüber Menschen haben, die sich nicht freiwillig in ihren Rechtskreis begeben. Dieses scheint vielen Bediensteten im Augenblick noch nicht bewusst zu sein. Naja, bisher tauchten ja auch noch nicht allzu viele Menschen auf, die sich nicht freiwillig in den Rechtskreis der Personen begaben. Doch das wird sich ändern und deshalb freue ich mich besonders über jeden sogenannten Staatsdiener, der sich für dieses Thema freiwillig interessiert. Ihr werdet feststellen, dass ihr euch vor den wahren geistig-sittlichen Wesen nicht fürchten müsst. Denn wir haben erkannt, dass wir alle im selben Boot sitzen und durch diverse Umstände voneinander getrennt wurden. Wenn ihr euren Willen dazu einsetzt, werden wir euch als Menschen erkennen und dementsprechend unseres Wesens, entsprechend eurem Wesen, handeln. Und jetzt, wie angekündigt, ist es Zeit für eine Pause. Na, so ein Ärger, da hat mich doch in der Pause echt die Rüsselpest erwischt. Ich hoffe, dass ich trotzdem noch so halbwegs deutlich rüberkomme. Also, herzlich willkommen zurück. Bevor wir jetzt wieder zum Grundgesetz kommen, möchte ich erst einmal für eine bessere Übersicht sorgen. Wir wissen inzwischen, dass der Staat und alles, was ihm unterstellt ist, Grundrecht verpflichtet ist. Also können wir erst einmal alles, was den Staat betrifft, auf positives Recht und Grundrecht verpflichtet herunterkürzen. Beim Menschen sollte auch alles klar sein, also reicht es, wenn wir dort universelles bzw. Naturrecht stehen lassen. Jo, das sieht gut aus. Kommen wir also zurück zum Grundgesetz, Artikel 2, Absatz 2. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Auch hier fällt sofort wieder das Wort jeder auf, also sowohl der Mensch als auch die Personen haben das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. An dieser Stelle möchte ich gar nicht so tief ins Geschehen eingreifen. Wer möchte, kann sich gerne mal das juristische Wörterbuch zur Hand nehmen und die Definition der Freiheit der Person nachschlagen. Für uns ist jetzt erst einmal nur wichtig zu begreifen, dass dieser Absatz eine eindeutige Anweisung an die Grundrechtverpflichteten ist. Dem sittlichen Menschen kann das alles egal sein. Denn ihm wird, hier im Rahmen der Anweisungen an die Grundrechtverpflichteten, nur erlaubt, was er von Natur aus eh schon darf. Und ich wiederhole mich an dieser Stelle gerne noch einmal. Es sind lediglich Anweisungen an die Menschen, die freiwillig als Personen im Staatsrecht unterwegs sind. Es zeigt denen, wie sie sich Menschen gegenüber zu benehmen haben. Und wie es durch die Definierung der Menschenwürde gar nicht deutlicher gesagt werden kann, es ist ein Muss. Schauen wir uns mit dieser Erkenntnis mal den Artikel 3 an. Absatz 1. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Eine tolle Erkenntnis. Natürlich sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich. Denn alle Menschen haben das universelle Recht zu leben und sich entsprechend ihres Wesens auszudrücken. Sollte aber ein Mensch auf die Idee kommen, sich freiwillig einem Staat, Verein oder einer Firma etc. anzuschließen, unterliegt er den jeweiligen Gesetzen. Und dort ist er eben nicht mehr gleich. Absatz 2. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Männer und Frauen sind Personen, also haben wir hier wiederum eindeutige Anweisungen für die Grundrechtverpflichteten. Das Gleiche finden wir im Absatz 3. Rasse, Sprache, Heimat, Glaube sind alles Dinge, die der Fiktion entspringen. Demnach kann es sich auch hier nur um Anweisungen für die Grundrechtverpflichteten handeln. Außerdem geht es um ein Verbot, welches man Menschen eh nicht erteilen kann und da diese in der Sitte leben, generell überflüssig wäre. Im Artikel 4 geschieht plötzlich etwas Neues.
und obwohl es gigantische Ausmaße hat, fällt es im ersten Augenblick erst einmal gar nicht auf. Ich lese die drei Artikel jetzt erst einmal vor. Mal sehen, ob dir dabei etwas auffällt. Artikel 1: Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Artikel 2: Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Artikel 3: Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Na, ist dir was aufgefallen? Schauen wir uns den Absatz 2 noch einmal genauer an. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Hier wird etwas erlaubt. Bisher gab es nur allgemeine Anmerkungen und Verbote, wie hier im Absatz 3 zu lesen. Aber im Absatz 2 wird etwas gewährleistet. Das heißt, dass zu den Grundrechtverpflichteten auf einmal Grundrechtberechtigte auftauchen. Aber wer sind die? Die Antwort ist einfach, wird sich aber zu einem späteren Zeitpunkt noch als etwas kompliziert herausstellen. Es sind die Menschen, die geistig-sittlichen Wesen. Und genau hier liegt auch die gesuchte Grenze. Menschen sind grundrechtberechtigt. Es interessiert sie nicht, was in den Gesetzen, Verfassungen, Verordnungen etc. steht, denn Menschen leben in einer Welt, in der ihnen alles erlaubt ist, wenn sie dadurch nicht anderen Menschen Schaden zufügen. Und diese Welt ist nicht mit der des Vatikans zu verwechseln, in der erst einmal alles verboten ist, es sei denn, man erlaubt es dir. Die Grenzen und Gesetze des Menschen setzt der Schöpfer und ausschließlich dieser. Die Natur ist ein Teil der Schöpfung, mit ihren eigenen Gesetzen. Und genau diesen Gesetzen hat der Mensch zu folgen. Folgt er diesen nicht, ist die Strafe, oder nennen wir es hier mal das Ergebnis, klar und sofort am eigenen Körper spürbar. Alles andere, aber wirklich auch alles andere, ist vom Menschen gemachtes Recht. Positives Recht, änderbares Recht. Das wussten wir noch zu dem Zeitpunkt, als wir mit der Fiktion begannen. Und schrieben es direkt in die Gesetze, damit wir wissen, wie wir mit Menschen umzugehen haben, sollten wir den Bezug zur Wahrheit verlieren und uns als Person, als Spielfigur betrachten. An genau diesem Punkt steht die Menschheit. Fast jeder sieht sich selbst als Mensch, handelt aber im Namen einer Person, erkennt es aber nicht. Wir können von Glück reden, dass wir an so vielen Stellen in den Gesetzbüchern verankert haben, dass es Menschen gibt, wie man sie erkennt und dann zu beschützen hat. Wäre es nicht so, könnte man es überlesen oder als künstlerische Freiheit auslegen. Aber so ist es eindeutig und es liegt nur an uns, unseren Mitmenschen davon zu erzählen und sie gewissermaßen aufzuwecken. Der Artikel 5 macht die Grenze noch einmal deutlich sichtbar. Absatz 1: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Natürlich darf der Mensch sagen und zeigen, was er möchte. Wer soll ihm das denn verbieten? Und natürlich darf der Mensch auch Film, Fernsehen, Rundfunk etc. dafür nutzen. Es ist seine Erfindung. Und jetzt der Absatz 2. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Und da haben wir die Einschränkung für Personen. Diese haben sich an Gesetze zu halten. Sie haben sich ja freiwillig diesen Regeln unterworfen. Also ganz klar, im Absatz 1 wird den Grundrechtverpflichteten erklärt, zu welchen Grundrechten der Mensch berechtigt ist, damit sie ihm die auch lassen. Und im Absatz 2 folgt das Verbot für die Grundrechtverpflichteten. Im Artikel 9 geschieht wiederum etwas Merkwürdiges, und zwar genau hier, im Absatz 1. Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. Hier wird ein Teil der Fiktion zu einem Grundrecht Berechtigten, nämlich die Deutschen, zum Bilden von Vereinen und Gesellschaften. Dieser Punkt liefert Grundlage für mindestens ein eigenes Video, denn an diesem Punkt geht es ganz steil in die dunkelsten Tiefen des BRID-Systems. Stellen wir uns hier wieder einmal die altbekannte Frage: Wer sind die Deutschen? Bis wir die nicht gefunden haben, können die auch nicht berechtigt sein. Wichtig ist diesmal nur, hier wird etwas berechtigt, was der Fiktion angehört.
Sobald wir die gefunden haben, werden wir auch das Warum klären. Ha, im Artikel 11 Absatz 1 tauchen die Deutschen schon wieder auf. Und dieses Mal erlaubt man ihnen die Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet. Moment, da stimmt doch was nicht. Wenn ich davon ausgehe, dass das Bundesgebiet die aktuelle sogenannte BRD ist, frage ich mich, wie das mit den Deutschen aus Artikel 116.1 zusammenpasst. Die dürften sich ja dann außerhalb des Bundesgebiets aufhalten. Oder müssen die sich dort fest irgendwo anmelden? Und wer hätte ihnen das anzuordnen? Oder ist das Bundesgebiet inzwischen die EU? Das würde ja passen, denn die sogenannten Deutschen können sich ja in der EU bisher frei bewegen. Naja, solange sie sich im Notfall mit einem Mitgliedsausweis ausweisen können. Aber mit dem Ausweis unterliegen sie schon wieder dem Staatsrecht und sind Grundrecht verpflichtet. Irgendwo schwimmt hier ein Haar in der Suppe. Mal sehen, ob wir das nebenbei noch herausfischen können. Ich möchte jetzt aber erst einmal kurz bei der EU bleiben, damit wir das Thema durch haben und nicht ständig hin und her springen müssen. Dazu brauchen wir wieder einmal das alte Lied vom Geltungsbereich des Grundgesetzes, der berühmte Artikel 23, wie er vom 24. Mai 1949 bis zum 29. September 1990 im Grundgesetz enthalten war. Dieses Grundgesetz gilt zunächst im Gebiete der Länder Baden, Bayern, Bremen, Groß-Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern. In anderen Teilen Deutschlands ist es nach deren Beitritt in Kraft zu setzen. Am 29. September 1990 wurde der Artikel 23 ersatzlos gestrichen. Am 25. Dezember 1992 tauchte plötzlich ein neuer Artikel 23 auf. Was das mit Rechtssicherheit zu tun hat, konnte mir bis heute niemand beantworten. Naja, jedenfalls gibt es wieder einen Artikel 23, der inzwischen natürlich schon wieder in alter Manier überarbeitet wurde. Liest man sich diesen komplett durch, sind erst einmal keine Länder mehr zu erkennen. Allerdings beweihräuchert die BRID darin die EU und möchte alles unternehmen, um in ihr aufzugehen. Das würde ja schon wieder zum Thema Bundesgebiet gleich EU passen. Einen weiteren Hinweis liefert der Artikel 144. In dem heißt es, Absatz 1, dieses Grundgesetz bedarf der Annahme durch die Volksvertretung in zwei Dritteln der deutschen Länder, in denen es zunächst gelten soll. Absatz 2, soweit die Anwendung dieses Grundgesetzes in einem der in Artikel 23 aufgeführten Länder oder in einem Teile eines dieser Länder Beschränkung unterliegt, hat das Land oder der Teil des Landes das Recht, gemäß Artikel 38 Vertreter in den Bundestag und gemäß Artikel 50 Vertreter in den Bundesrat zu entsenden. Aha, also mit dem alten Artikel 23 wäre das ja logisch. Dort standen ja die Bundesländer drin. Aber jetzt? Von welchen Ländern sprechen die? Vielleicht bringt ja der zitierte Artikel 38 Licht ins Dunkel. Absatz 1. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. Hurra, ein Freifahrtschein für den politischen, menschenähnlichen Abschaum. Absatz 2. Wahlberechtigt ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. Wählbar ist, wer das Alter erreicht hat, mit dem die Volljährigkeit eintritt. Aha, das müssen diesmal also nicht die Deutschen sein. Hier darf wohl jeder im Sumpf wühlen. Aber wer weiß, wozu es gut ist. Dürften nur die Deutschen ihre Vertreter wählen, gäbe es keine. Jedenfalls bis jetzt nicht. Denn die Deutschen haben wir immer noch nicht gefunden. Ach so, natürlich dürfen auch die Gewählten aus aller Welt stammen. Und mischen, mischen, mischen. Absatz 3. Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz. Aha, ein Bundesgesetz. Hier traut sich niemand etwas Genaues hinzuschreiben, oder wie habe ich das zu verstehen? Zum Glück gibt es ja noch den Artikel 50. Na mal sehen. Durch den Bundesrat wirken die Länder bei der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes und in Angelegenheiten der Europäischen Union mit. Moment, habe ich mich da verlesen? Was stand im Artikel 144? Gemäß Artikel 50. Okay, Erklärung bitte. Ich kann mir nicht helfen. Aber das alles hier riecht nach einem megamäßigen Betrug. Das Grundgesetz soll doch für die BRID sein. Weshalb wird dann ständig der EU gehuldigt?
Behalten wir das mal im Hinterkopf und widmen uns wieder unserem Hauptthema. Die Grenze zwischen Mensch und Person, Sittlichkeit und Recht, Grundrecht berechtigt und Grundrecht verpflichtet. Aber erstmal eine Pause zum Abkühlen. Bis gleich. So, da sind wir also wieder. Als letztes waren wir im Artikel 11 auf der Suche nach den Deutschen. Machen wir jetzt einfach mal mit dem Artikel 16 weiter. Absatz 1. Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Der Verlust der Staatsangehörigkeit darf nur aufgrund eines Gesetzes und gegen den Willen des Betroffenen nur dann eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird. Inzwischen dürfte klar sein, für wen dieser Absatz bindend ist, oder? Ein kleiner Tipp: Ein Mensch besitzt keine Staatsangehörigkeit, es sei denn, dass er sie freiwillig annimmt, damit er im Staatsrecht mitspielen darf. Absatz 2: Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. Durch Gesetz kann eine abweichende Regelung für Auslieferungen an einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einen internationalen Gerichtshof getroffen werden, soweit rechtsstaatliche Grundsätze gewahrt sind. Im Absatz 2 geht es wieder um die Unauffindbaren, also wieder Futter für die Grundrechtverpflichteten. Aber hier wird davon gesprochen, dass es, wie auch immer, zu Auslieferungen an einen internationalen Gerichtshof kommen kann. Genau diese internationalen Gerichtshöfe sollten doch über dem BRID-Recht stehen und könnten somit Hilfsinstitutionen darstellen, um den Bediensteten der BRID den Unterschied zwischen Menschen und Personen zu erklären und vor allem ihnen zu zeigen, wie sie mit Menschen umzugehen haben. Es steht ja schließlich alles ganz genau in den Spielregeln. Diesen Punkt werden wir auf jeden Fall noch genauer betrachten. Doch jetzt geht es erstmal noch kurz mit dem Grundrecht weiter. Artikel 17. Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden. Oh, das ist aber süß. Jeder darf jammern, nörgeln, maulen und herumzetern. Die Sinnlosigkeit wird dann umgehend maschinell beglaubigt, natürlich ohne Unterschrift. Hier kann es sich nur um Personenkult handeln, denn innerhalb des Systems gibt es keine, naja, bisher jedenfalls noch nicht, zuständigen Stellen für Menschen. Volksvertretung wäre allerdings schon wieder im Staatsrecht. Der Artikel 18 ist mal wieder etwas Besonderes. Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit, Artikel 5 Absatz 1, die Lehrfreiheit, Artikel 5 Absatz 3, die Versammlungsfreiheit, Artikel 8, die Vereinigungsfreiheit, Artikel 9, das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, Artikel 10, das Eigentum, Artikel 14 oder das Asylrecht, Artikel 16a, zum Kampfe gegen die freiheitliche, demokratische Grundordnung missbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen. Genau, um richtig viel Verwirrung zu stiften, werden durch diesen Artikel alle Genehmigungen wieder aufgehoben. Da aber das Bundesverfassungsgericht entscheidet, kann sich der Mensch wie eh und je sittlich benehmen und völlig unbeeindruckt bleiben. Naja, es sei denn, dass der Mensch sich mit Hilfe dieser Gesetze aus dem System befreien möchte, denn dann würde das System diese Handlung als Kampf gegen die freiheitliche, demokratische Grundordnung ansehen und dem Menschen diese Grundrechte entziehen. Doch ist das System dazu berechtigt? Trotzdem möchte ich dem Menschen einen Rat mitgeben. Zitiere Gesetze nur so, dass du den Spielern im Spiel damit erklärst, an was sie sich zu halten haben. Und komme bloß nicht auf die Idee, auf dein Recht zu pochen. Es sei denn, dass du dich auf das von der Natur ausgegebene Recht beziehst. Wie dem auch sei, die endgültige Entscheidung obliegt dem Bundesverfassungsgericht. Dieses stellt somit die höchste Ebene der Rechtsprechung in der BRID dar. Wenn dieses jetzt die Grundrechte einschränken darf, müsste es doch wohl Grundrecht berechtigt sein. Ist es das auch? Bin ich ja bescheuert, was stimmt denn hier nicht? Frag lieber nach, was noch stimmt, da ist die Antwort deutlich kürzer. Ich würde an dieser Stelle am liebsten schon wieder abbrechen, und das im doppelten Sinne. Aber es hilft nichts. Solange die Systemvollstrecker an dieses System glauben, werden die Menschen keine Ruhe finden. Deshalb schauen wir uns jetzt noch die letzten Grundrechte an.
Irgendwo muss es eine Lösung geben. Artikel 19 Absatz 1. Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann, muss das Gesetz allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten. Außerdem muss das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen. Aha, das berühmte Zitiergebot. Aber irgendwie kann ich diese Aussage nicht nachvollziehen. Wie kann ein Gesetz ein Grundrecht einschränken? Dazu müsste doch der Gesetzgeber Grundrecht berechtigt sein. Hier sind doch aber alle nachweislich Grundrecht verpflichtet. Und der grundrechtberechtigte Mensch steht doch dem Staat und somit den Gesetzen eh gegenüber. Hier scheinen mir echt noch Informationen zu fehlen. Also weiter. Absatz 2. In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden. Na gut, wenigstens dürfen die Grundrechte nicht verändert werden. Artikel 3. Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind. Aha, die Grundrechte gelten auch für bestimmte Personen. Aber wer sind diese? Was juristische Personen sind, wissen wir ja inzwischen. Aber was sind denn inländische juristische Personen? Inland ist grundsätzlich das Gebiet innerhalb der Grenzen eines Staates bzw. des Geltungsgebiets seines Rechts, im Gegensatz zum Ausland. Okay, die Grundrechte gelten also auch für juristische Personen, die sich im Geltungsgebiet des Rechts befinden, soweit sie ihrem Wesen nach auf sie anwendbar sind. Wesen, Sein, Gesamtheit der kennzeichnenden Merkmale. Um welches Geltungsgebiet geht es denn hier? Das des Grundgesetzes? Dann müssten wir wiederum klären, was die BRID ist, für die ja dieses Grundgesetz bestimmt ist. Oder handelt es sich hier um das Geltungsgebiet der EU, die ja im Artikel 23 so herzzerreißend beweihräuchert wird? Kurz gesagt, es ist mal wieder völlig egal, denn das Zauberwort ist Staat. Inländisch bedeutet innerhalb eines Staates und kann auch innerhalb des Rechtskreises bedeuten. Aber Staat bedeutet eben Staat und nicht Firma, Verein, Verband oder sonst was. Und hier könnt ihr euch noch einmal ansehen, um wie viel Staat es sich bei der BRID handelt. Hier der schon bekannte UPIC-Auszug der BRID, angemeldet in Berlin, mit Joachim Gauck als Hauptverantwortlichen. Hier der Bundestag, ebenso in Berlin gemeldet, mit Norbert Lammert als Hauptverantwortlichen. Und jetzt schaut euch das hier mal an. Der Deutsche Bundestag, Bundesrepublik Deutschland, als Firmeneintrag in Belgien. Lest selbst, Handelsregisternummer, Firmenstatus, protokollierter Sitz und wo? In Belgien. Und als Bonus gibt es sogar noch eine Firmenbeschreibung. Lest doch mal das Kleingedruckte hier. Wer jetzt immer noch an einen Staat glaubt, bekommt von mir die Genehmigung, das Video abzuschalten und wieder mit Bauklötzchen spielen zu gehen. Unschlüssige bekommen noch einen Bonus. Hier der UPIC-Auszug des Bundesministeriums des Innern. Gemeldet in Berlin und extra passend völlig verantwortungslos. Hier seht ihr eine Seite des Marken- und Patentamtes der Vereinigten Staaten. Und welche Wortmarke entdecken wir hier? Ab jetzt ist die Diskussion über Staat oder Nichtstaat für mich endgültig beendet. Und wie gesagt, wer das nicht glauben möchte, kann sich gerne Katzenvideos ansehen und muss sich nicht länger von mir belästigt fühlen. Mit allen anderen würde ich gerne weiterhin meine Gedanken teilen. Und dafür müssen wir jetzt in den Artikel 20 des Grundgesetzes. Doch zuvor wäre an dieser Stelle mal wieder Zeit für eine Pause. Hallo zurück. Ich hoffe, ihr seid wieder oder immer noch fit. Wie angekündigt, hier der Artikel 20 des Grundgesetzes. An dieser Stelle möchte ich erst einmal auf eine Tatsache hinweisen, die man unbedingt beachten sollte, wenn man sich mit dem Grundgesetz beschäftigt. Dazu nochmal kurz zurück zum Artikel 19. Hier steht ganz deutlich Grundgesetz, Teil 1, die Grundrechte, Artikel 1 bis 19. Ab Artikel 20 geht es im Teil 2 um den Bund und die Länder, Artikel 20 bis 37. Hier findet sich der berühmte Artikel 20, der kein Grundrecht mehr darstellt. Doch bevor ich euch hier eventuell eine neue Sichtweise aufzeige, möchte ich erst einmal generell mit dem Hickhack um das Grundgesetz aufräumen.
Den Artikel 23 mit seinem erloschenen Geltungsbereich kennen wir ja inzwischen. Jetzt werden viele Stimmen laut, dass ein Gesetz ohne Geltungsbereich nicht anwendbar und somit nichtig ist. Nur was dann? Die Systemerhalter glauben trotzdem an das Grundgesetz und wenden es auch an. Also sollten wir ihnen einfach ihren Willen lassen. Denn das Grundgesetz zeigt doch deutlich, wie mit dem Menschen umgegangen werden muss. Das wird auch gleich noch viel deutlicher. Außerdem wird behauptet, dass die BRID ein Staat sei. Na wunderbar, wäre es nicht so, könnte der Mensch auch keinem Staat gegenüberstehen. Also lassen wir ihnen auch diesen Willen. Sie wollen Staat spielen und der Mensch steht diesem gegenüber. Wir wissen natürlich, dass sie kein Staat sind, aber was wäre die Schlussfolgerung, wenn sie sich das eingestehen würden? Was wären sie denn dann? Eine Firma? Ein Unternehmen? Ein Verein? Eine Gangsterbande? Ja, was hätten sie denn dann für Rechte gegenüber dem Menschen? Also ist es völlig egal, ob Staat oder nicht Staat, Grundgesetz gültig oder ungültig. Dem Menschen hat niemand etwas vorzuschreiben. Er unterliegt ausschließlich der Schöpfung bzw. dem Schöpfer. Natürlich aber wiederum nur so lange, bis er sich mehr oder weniger freiwillig ins positive Recht begibt. Will er den nutzen, muss er auch die Pflichten erfüllen. Und genau damit möchte ich jetzt in den Artikel 20 springen. Absatz 1. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Na, was ist denn ein Bundesstaat? Bundesstaat ist der Zusammenschluss von Staaten, durch den ein neuer Staat, Oberstaat, Gesamtstaat entsteht, auf den ein Teil der Souveränität der Glieder übergeht. Zum Beispiel Deutschland, Schweiz, Österreich, Vereinigte Staaten von Amerika, Russland. Er steht im Gegensatz zum bloßen, der eigenen Souveränität entbehrenden Staatenbund. Zum Beispiel Deutscher Bund, Europäische Union, der Bundesstaat Bundesrepublik Deutschland, Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz, wird nach der überwiegenden Mehrheit als zweigliedriger Bundesstaat, Bund und Länder, angesehen. Nach anderer Meinung als dreigliedriger, Bundesrepublik, Bund und Länder. Aha, ein Zusammenschluss von Staaten. Na doch mal los, wie heißen denn die Staaten, aus denen sich die sogenannte Bundesrepublik Deutschland zusammensetzt? Ich denke mal, dass ich genau in diesem Augenblick das Fragezeichen hinter Europäische Union begriffen habe. Hier mag sich ja einiges vereint haben. Aber Staaten? Doch auch hier lasse ich den verzweifelten Etatisten ihren Glauben von der Bundesstaatlichkeit. Bundesstaatlichkeit ist der Grundsatz der Ordnung eines Staates als Bundesstaat. Okay, der Grundsatz der Ordnung ist also die Bundesstaatlichkeit. Ohne Bundesstaatlichkeit keine Ordnung. Ohne Ordnung keine Bundesstaatlichkeit. Naja, wer dran glaubt? Artikel 20 Absatz 2. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Wer hier wovon ausgeht, hatten wir ja alles schon mal durchgekaut. Nur schön darauf achten, das hat alles nichts mehr mit Grundrecht zu tun. Hier befinden wir uns voll in der Fiktion und dürfen beobachten, wie sich diese aufbaut. Wie hier im Absatz 3 sehr schön zu erkennen ist. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Hier steht, wie sich welcher Teil der Fiktion wie zu verhalten hat. Um es deutlicher zu machen, die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden, also an die Gesamtheit aller Gesetze. Das bedeutet doch, dass der Gesetzgeber ausschließlich in der Fiktion agiert und auch nur durch die Fiktion seine Daseinsberechtigung hat. Gäbe es keine Gesetze, würde es auch keine Gesetzgeber geben. Im Umkehrschluss, ohne Gesetzgeber keine Gesetze. Die Fiktion schreibt sich selbst immer weiter. Wer ist aber dieser doch so mächtige Gesetzgeber? Schaut man ins juristische Wörterbuch, wird man dort keinen Gesetzgeber entdecken. Dort finden sich nur gesetzgebende Gewalt, die man direkt unter Gewalt nachlesen soll, und Gesetzgebung. Beide Begriffe lassen keinen Gesetzgeber erkennen. Gewalt ist allgemein der Einsatz von Kraft zur Erreichung eines Ziels sowie die Möglichkeit hierzu. Im Verfassungsrecht wird zwischen gesetzgebender Gewalt, vollziehender Gewalt und rechtsprechender Gewalt unterschieden, Gewaltenteilung. Verfassungsgebende Gewalt ist die Macht, eine Verfassung zu schaffen. Im Strafrecht, § 240 StGB,
ist Gewalt die zur Überwindung eines wirklichen oder vermuteten Widerstands eingesetzte körperliche Kraft. Dabei genügt es, nach umstrittener Ansicht, wenn der Täter auf den Körper des anderen ohne dessen Willen mit einem betäubenden Mittel einwirkt. Nicht genügend ist, dass sich ein Mensch dort aufhält, wo ein einzelner anderer Mensch durchgehen möchte. Die Gewalt kann ihrer Art nach eine Willensentscheidung oder Willensverwirklichung des anderen gänzlich ausschließen. Lateinisch absoluta, absolute Gewalt, zum Beispiel Fesselung, oder nur beeinträchtigen. Lateinisch compulsiva, zwingende Gewalt, zum Beispiel Zerstörung von Sachen des Betroffenen. Hier werden ganz deutlich unterschiedliche Arten der Gewalt definiert. Aber es ist nicht zu erkennen, wer diese einsetzen, nun ja, darf, oder wer genau bestimmt, wann sie einzusetzen ist. Was genau ich euch damit aufzeigen möchte, wird gleich noch deutlicher. Hier der Gesetzgeber als Eintrag im Duden. Von der Verfassung bestimmtes Staatsorgan, das Gesetze erlässt. Aha, der Gesetzgeber ist also ein Staatsorgan. Also mein Magen kann keine Gesetze geben. Er kann sich höchstens übergeben, meistens bei Gelegenheiten wie diesen. Was ist denn für Juristen ein Organ? Organ, Gerät, Werkzeug, Sinneswerkzeug ist, abgeleitet von den Organen des menschlichen Körpers, die Person oder Personenmehrheit, durch die eine Personengesamtheit, zum Beispiel Staat, Verein, handelt. Das Organ kann vor allem Beschlussaufgaben, Ausführungsaufgaben, Beratungsaufgaben, Aufsichtsaufgaben oder Entscheidungsaufgaben haben. Die Einzelheiten ergeben sich aus dem jeweils für die einzelne Personengesamtheit geltenden Recht. Allgemein hat die Personengesamtheit für das Handeln der Organe einzustehen. Organhaftung, vergleiche § 31 BGB. Hier steht es mehr als deutlich. Der Gesetzgeber ist ein Sinneswerkzeug oder einfach nur Werkzeug, das von einer Person oder Personenmehrheit dargestellt wird. Personen unterliegen aber dem positiven Recht und sind somit Grundrecht verpflichtet, wenn man bei Fiktion überhaupt von Grundrecht sprechen kann. Denn wie soll ein Schatten, und mehr ist eine Person nicht, Rechte haben, nutzen oder befolgen können? Erinnern wir uns. Person gleich Persona gleich Maske des Schauspielers. Oder durch die Maske tönen. Eine Maske kann man auch mit einem Schatten gleichsetzen. Zum Beispiel beim Schattentheater. Die natürliche Person wäre dann demnach der Schatten. Während die juristische Person die Bescheinigung dafür ist, dass man einen Schatten hat. Kommen wir noch einmal zurück zu den Organen und deren Ableitung. In der verfassungsmäßigen Ordnung hat jedes Organ seine bestimmte Funktion. Genauso ist es beim Menschen. Bei diesem hat die Schöpfung oder der Schöpfer vorherbestimmt, welches Organ welchen Dienst übernehmen soll. Und so funktioniert der menschliche Körper seit jeher. Das Herz pumpt das Blut durch die Adern, damit alle Zellen mit Sauerstoff umsorgt werden. Die Lungen bringen eben diesen Sauerstoff ins Blut und Leber und Nieren kümmern sich um die Entgiftung. Und so weiter. Was würde wohl passieren, wenn sich plötzlich die Milz zum Diktator erklären und sämtlichen Organen neue oder andere Aufgaben auch nur teilweise zuweisen würde? Wenn der Dickdarm plötzlich die Hirnfunktion übernehmen müsste? Naja gut, bei einigen würde das nicht weiter auffallen, aber spätestens beim Herzen wäre ruckzuck alles geklärt. Genauso ist das auch bei den Staatsorganen. Nur haben diese ihre eigentliche Aufgabe aus dem Blickfeld verloren, nämlich die Umsorgung jeder einzelnen Zelle. Stattdessen werden diese versorgt und landen höchstens in einer. Allerdings pochen die Staatsorgane weiterhin auf ihr vom Schöpfer des Staates verliehenen Recht. Und zwar so, wie es im Artikel 20 Absatz 4 geschrieben steht. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Wer von euch denkt denn, dass er Recht auf Widerstand hat? Solltest du das glauben, wird dir gleich ein Licht aufgehen. Es geht darum, dass verhindert werden soll, eine Ordnung zu beseitigen. Aus dem Absatz 3 können wir entnehmen, dass es sich dabei um die verfassungsmäßige Ordnung handelt. Diese hatten wir vorhin schon. Hierbei ging es um die Gesamtheit aller Gesetze. Das Grundgesetz selbst beginnt bei Artikel 20 und dort bekommen die Organe ihre Aufgaben zugeteilt. Das ist die verfassungsmäßige Ordnung. Und jetzt geh doch mal auf die Straße und demonstriere gegen eine Entscheidung der Organe. Im menschlichen Körper wird diese Zelle abgestoßen. Auf der Straße wird dieser Versuch der Beseitigung der Ordnung mit Schlagstöcken und Wasserwerfern unterbunden.
Und wenn wir genau hinsehen, können wir hier eventuell auch die Deutschen finden. Aber das reicht mir nicht als Beweis, also werde ich sie weiterhin suchen. Fakt ist, jeder, der gegen das System kämpft, versucht die in Absatz 4 erwähnte Ordnung zu beseitigen und erntet dafür den gesetzlich vorgeschriebenen Widerstand. Wer jetzt die Parteien mit ihrem lustigen Legitimationsaufruf, genannt Wahlen, als Lösung sieht, dem möchte ich den Artikel 21 des Grundgesetzes nahelegen. Absatz 1. Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Ihre Gründung ist frei. Ihre innere Ordnung muss demokratischen Grundsätzen entsprechen. Sie müssen über die Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft geben. Na, ist es nicht schön? Über diesen Absatz könnt ihr euch selbst mal ein paar Gedanken machen. Ich möchte lieber gleich zum Absatz 2 kommen. Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche, demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Über die Frage der Verfassungswidrigkeit entscheidet das Bundesverfassungsgericht. So, welche Partei wird jetzt wohl etwas durchsetzen wollen, das positiv für die Menschen wäre? Würden sie mit diesem Verhalten nicht die freiheitliche demokratische Grundordnung beeinträchtigen oder gar gefährden? Eine Partei, die so handeln würde, wäre demnach verfassungswidrig und würde verboten werden. Ohne Partei kein Geld. Ohne Geld kein fettes Auto. Haus, Gratisurlaub, gesponsert durch Steuerzahler. Wer kann das schon wollen? Und über die paar Leichen muss ein Politiker nun mal hinwegsehen. Also los, auf zur nächsten Wahl und dieses System durch bloßes Akzeptieren legitimieren. Und für die Schäfchen, wähle die Messerfarbe. Jetzt möchte ich euch kurz noch zwei weitere Artikel näher bringen, nämlich die Artikel 24 und 25 des Grundgesetzes. Artikel 24 Absatz 1. Der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen. Aha, der Bund kann also Hoheitsrechte übertragen. Was ist denn Hoheitsrecht? Hoheitsrecht ist das dem Staat, Bund und Ländern, zur Ausübung der Hoheitsgewalt zustehende Recht. Dabei wird unterschieden zwischen den Befugnissen zur Rechtsprechung, Vollziehung und Rechtssetzung. Nach Artikel 24 Absatz 1 Grundgesetz kann ein Staat ein Hoheitsrecht durch Gesetz auf zwischenstaatliche Einrichtung übertragen. Aha, Hoheitsrecht ist das dem Staat zustehende Recht, damit er seine Hoheitsgewalt ausüben kann. Hoheitsgewalt ist die Befugnis des Staates, einseitig rechtlich verbindliche Anordnungen zu erlassen. Die Hoheitsgewalt ergibt sich aus dem Wesen des Staates. Die Ausübung der Hoheitsgewalt erfolgt durch die Verwaltung, insbesondere durch Beamte. Und wieder ist es Recht des Staates, und dieser darf, egal wie, nicht in die Grundrechte eingreifen, da er maximal Grundrecht verpflichtet sein kann. Wie gesagt, die Diskussion, ob Staat oder Nichtstaat, ist durch. Sie wollen Staat spielen, also lassen wir ihnen den Willen. Wenn jetzt also der Bund durch Gesetz Hoheitsrechte übertragen kann, dann frage ich mich, wer ist dieser Bund? Bund ist die künstliche Verbindung oder der künstliche Zusammenschluss mehrerer ursprünglich selbstständiger Einheiten. Das Völkerrecht kennt den Zusammenschluss von Staaten zu einem Staatenbund. Nach dem Verfassungsrecht eines Bundesstaats ist Bund der Oberstaat im Gegensatz zu den ihn bildenden Ländern, Gliedstaaten. Der Bund hat zahlreiche eigene Organe, Aufgaben und Befugnisse. Abgekürzt wird auch der Oberstaat der Bundesrepublik Deutschland als Bund benannt. Fangen wir beim letzten Satz an. Als Bund wird also der Oberstaat der BRD benannt. Na, was steht denn über der BRD? Dann müsste der Bund ja die EU sein, oder? Schauen wir uns den ersten Satz an. Der Bund ist eine künstliche Verbindung. Somit wäre die EU ja auch eine ebensolche, da sie ja wohl direkt über der BRD als Oberstaat steht und die BRD laut Artikel 23 in ihr aufgehen möchte. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sehen wir der Tatsache ins Auge, dass es sich bei den sogenannten Staaten um Länder handelt, die bei UPIC als Firmen und somit als juristische Personen gelistet sind, dann müsste ich fragen, was denn für ein Verein die EU nun ist und welche Rechte so ein Verein gegenüber Menschen hat.
Oder wir spielen das Spiel mit und lassen ihnen mal wieder ihren Willen. Der Bund kann Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen. Zwischenstaatlich, Adjektiv, zwischen Staaten bestehend. Siehe international. Na dann. International, Adjektiv, zwischenstaatlich. Guter Witz, ehrlich. Einrichtung ist im Privatrecht § 258 BGB die Sache, die einer anderen Sache körperlich hinzugefügt ist und deren wirtschaftlichen Zwecken dient. Im öffentlichen Recht ist Einrichtung der Gegenstand, der benutzbar ist, zum Beispiel Anlage, Unternehmung. Er ist öffentliche Einrichtung, wenn er der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe dient und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt ist, vor allem in der Leistungsverwaltung. Na, das klingt ja interessant. Da sollten wir unbedingt rausbekommen, ob es internationale Einrichtungen gibt, denen der Bund Rechte übertragen hat und vor allem aufgrund welcher Gesetzgebung. Aber erst mal sehen, was im Artikel 24 noch so alles drin steht. Absatz 1a. Soweit die Länder für die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben zuständig sind, können sie mit Zustimmung der Bundesregierung Hoheitsrechte auf grenznachbarschaftliche Einrichtungen übertragen. Aha, im Grunde genommen das Gleiche, nur dass die Länder Hoheitsrechte auf grenznachbarschaftliche Einrichtungen übertragen können. Grenznachbarschaftlich wurde von den Juristen nicht näher definiert, aber Grenze sollten wir uns genauer ansehen. Grenze ist die Trennungslinie zwischen zwei Bereichen. Im Völkerrecht ist Grenze die Trennungslinie zwischen zwei Staaten. Im Sachenrecht ist Grenze die durch amtliche Markierung festgelegte Trennungslinie zwischen zwei Grundstücken. Bei einer Grenzverwirrung entscheidet unter Umständen der Besitzstand, § 920 BGB. Grenzanlagen unterliegen im Zweifel der gemeinschaftlichen Benutzung und Unterhaltung, § 922 BGB. Dabei ist zum Beispiel eine Hecke insgesamt Grenzeinrichtung, wenn auch nur einige Stämme der Bepflanzung dort, wo sie aus dem Boden herausragen, von der Grenzlinie betroffen sind. Anhand dieser Erklärung ist mir dann etwas aufgefallen. Grenznachbarschaftlich muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass es sich um Staaten oder Länder handeln muss. Wie oft hat man in gewissen Dingen eure Grenzen überschritten? Grenzen sind teilweise Fiktionen und teilweise real. Sie können also überall sein. Tiere grenzen ihr Revier ab, Parteien grenzen sich untereinander ab, Vereine, Verbände etc. haben alle ihre Grenzen, zumindest rechtliche. In Bezug auf Absatz 1a können Länder also Rechte auf ihre Grenznachbarn übertragen. Und wenn das jetzt doch Vereine sind? Landkreistag e.V. Was hat das wohl für Auswirkungen? Aber zurück zum Artikel 24, Absatz 2. Der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen. Er wird hierbei in die Beschränkung seiner Hoheitsrechte einwilligen, die eine friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa und zwischen den Völkern der Welt herbeiführen und sichern. Aha! Wenn es um die Wahrung des Friedens geht, ordnet sich der Bund selbst einem System bei und lässt seine Hoheitsrechte beschränken. Wo ist dieses System und warum hat das nicht oberste Priorität? Das klären wir noch, aber erstmal weiter mit dem Absatz 3. Zur Regelung zwischenstaatlicher Streitigkeiten wird der Bund Vereinbarung über eine allgemeine, umfassende, obligatorische, internationale Schiedsgerichtbarkeit beitreten. Okay, wenn es zu zwischenstaatlichen Streitigkeiten kommt, wird der Bund Vereinbarung beitreten, welche Schiedsgerichtbarkeit die Regelung übernehmen wird. Diese Schiedsgerichtsbarkeit wird allgemein, umfassend, obligatorisch und international tätig sein. Ist das bisher geschehen? Lasst uns noch schnell einen Blick in den Artikel 25 werfen. Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts sind Bestandteil des Bundesrechts. Sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes. Hui! Also egal, was der Bund jetzt ist, das Völkerrecht ist Bestandteil des Bundesrechts und geht dessen Gesetze vor. Deshalb können wir die offenen Fragen zusammenfassen. Gibt es internationale Einrichtungen, die nach Völkerrecht agieren und sich für dauerhaften Frieden zwischen allen Völkern stark machen? Dazu müssen wir einen Abstecher ins Völkerrecht machen. Nach der nächsten Pause.
Und schon kann es weitergehen. Als erstes stellt sich mir die Frage, was ist Völkerrecht? Fragen wir Wikipedia. Das Völkerrecht, Recht der Völker, ist eine überstaatliche, auch aus Prinzipien und Regeln bestehende Rechtsordnung, durch die die Beziehung zwischen den Völkerrechtssubjekten, meist Staaten, auf der Grundlage der Gleichrangigkeit geregelt werden. Der Begriff internationales Recht wird seit dem 19. Jahrhundert oft synonym verwendet, welches unter anderem auf den starken Einfluss des englischen Fachbegriffs International Law zurückzuführen ist. Wichtigste positivrechtliche Rechtsquelle des Völkerrechts ist die Charta der Vereinten Nationen und das in ihr niedergelegte allgemeine Gewaltverbot, das als Völkergewohnheitsrecht auch über die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen, UNO, hinaus verbindlich ist und jedem Staat einen Angriffskrieg verbietet. Das supranationale Recht gilt als Besonderheit des Völkerrechts, weil es ebenfalls überstaatlich organisiert ist. Allerdings weist es durch die Übertragung von Hoheitsgewalt auf zwischenstaatliche Einrichtungen einige Besonderheiten auf, die nicht vollständig mit dem Völkerrecht erklärbar sind. Aha, das Völkerrecht ist wiederum eine Rechtsordnung. Allerdings steht es über dem staatlichen Recht, da mit dessen Hilfe die Beziehungen zwischen den Völkerrechtssubjekten, auch Staaten, geregelt werden. Im zweiten Absatz erkennen wir ganz deutlich, dass die Charta der Vereinten Nationen die wichtigste positivrechtliche Rechtsquelle ist. Es handelt sich beim Völkerrecht also ebenfalls um positives, also vom Menschen gemachtes Recht. Demzufolge können die Vereinten Nationen ebenfalls nur Grundrecht verpflichtet sein. Ist ja auch logisch. Oder hat die Schöpfung, der Schöpfer, die Vereinten Nationen mit ihrer Charta auf die Erde gebracht? Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Struktur künstlich in die Welt kam, aber dazu kommen wir gleich. Den dritten Absatz sollten wir uns noch einmal langsam auf der Zunge zergehen lassen. Das supranationale Recht gilt als Besonderheit des Völkerrechts, weil es ebenfalls überstaatlich organisiert ist. Allerdings weist es durch die Übertragung von Hoheitsgewalt auf zwischenstaatliche Einrichtungen einige Besonderheiten auf, die nicht vollständig mit dem Völkerrecht erklärbar sind. Supranationalität. Der Begriff Supranationalität, von lateinisch supra, über und natio, Volk bzw. Staat, seltener das Synonym Überstaatlichkeit, kennzeichnet eine Ebene über der Nation und über dem Nationalstaat. Und noch einmal wird hier ganz deutlich erklärt, dass es eine weitere Rechtsebene über den Staaten gibt. Warum sollte das aber den freien Menschen interessieren? Diese ganzen Rechtsebenen sind doch nur für Personen geschaffen. Der Mensch steht dem Staat gegenüber. Und wenn das Völkerrecht dazu da ist, die Belange zwischen Staaten zu regeln, dann steht der Mensch als logische Schlussfolgerung auch dem Völkerrecht gegenüber. Auch wenn die Charta der Vereinten Nationen die Menschenrechte beinhaltet. Kurz gesagt, dem Menschen kann auch das Völkerrecht völlig Schnuppe sein. Es sei denn, dass sich der Mensch aktiv dafür einsetzen möchte, dem Bediensteten des Staates das Wissen über Menschsein und den Umgang mit dem Menschen näher zu bringen. Der Mensch, der sich erkannt hat und sein Menschsein leben möchte, stößt immer wieder an die Fiktion, da diese noch nicht das benötigte Wissen hat. Sicherlich kennt der Mensch seine Rechte, denn er selbst ist das Recht, denn er ist und besitzt das universelle Recht, auf diesem Planeten zu leben und sich nach seinen, von der Schöpfung, dem Schöpfer, gegebenen Möglichkeiten frei zu entfalten. Dieses Recht haben alle Lebewesen auf diesem Planeten. Schaut in die Tier- und Pflanzenwelt. Lassen diese sich durch Gesetze oder Staatsgrenzen abhalten? Nein, sie leben ihr Leben gerade so, wie es ihrem Wesen entspricht. Nur der Mensch lässt sich von irrwitzigen Regeln einschränken. Oh, sorry. Nur der Mensch, der als Person herumläuft, lässt sich von irrwitzigen Regeln einschränken. Sobald sich die Menschheit der Personen entledigt hat, kann jeder Mensch wieder nach seinem Wesen gedeihen. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg. An diesem Punkt sehe ich zwei Lösungswege. Zum einen ist das direkte Menschsein, also dem anderen Menschen einfach das natürliche Menschsein vorleben. Diesen Punkt des Bewusstseins zu erreichen, ist schon schwierig genug. Und genau an dieser Stelle setzt dann auch das System an und lässt viele Menschen zweifeln oder von erneuter Angst gepackt wieder in die Personenrolle schlüpfen. Wir haben uns derart von der Person abhängig gemacht, dass wir uns ein Leben ohne kaum noch vorstellen können. Wir können jeden x-beliebigen Aspekt unseres Lebens nehmen. Ausweis, Konto, Name. Überall benötigen wir diese Fiktionsauswüchse, um überhaupt leben zu können.
Das letzte bisschen Freiheit ist das Bargeld, sofern man es noch Geld nennen möchte. Und genau dieses soll uns auch noch entzogen werden, damit niemand mehr ohne Person leben kann. Ohne Namen kein Konto. Ohne Konto keine Kreditkarte. Ohne Kreditkarte kein Essen. Ohne Essen Tod. Dieses Druckmittel zieht bei den meisten Menschen, da sie völlig getrennt von der Natur sind. Wir rennen in den Supermarkt und kaufen dort den letzten Dreck, während alles direkt in der Natur wächst. Wir kaufen Rucola und denken, Wunder, was das ist. Das Zeug wächst überall wie Unkraut, Wildkraut auf den Wiesen. Wir kaufen völlig totgezüchteten und gespritzten Spinat, anstatt einfach mal bei den Brennnesseln zuzugreifen. Schaut euch selbst mal die Vergleichswerte der Inhaltsstoffe an. Noje, völlig vom Thema weg. Ich wollte doch die beiden Lösungswege aufzeigen. Also wie gehabt. Erstens, als Mensch im Menschsein leben und immer wieder Probleme mit dem System bekommen. Oder, und das ist nicht wirklich jedermanns Sache, im Bewusstsein Mensch sein und durch einen Schritt zurück in das System den Bediensteten helfen. A. Ihr Menschsein zu entdecken und B. Ihnen zu zeigen, dass es ihnen erlaubt ist, Menschen in Ruhe zu lassen. Ja, sogar mehr noch, den Menschen dabei behilflich zu sein, dass diese sich frei entfalten können. Wie könnte der Mensch das erreichen? Genau das möchte ich euch jetzt zeigen. Wir leben in einer Papier- und Plastikkartenwelt und nur das zählt für die Bediensteten. Was nutzt es mir aber, wenn ich mit selbstgebastelten Ausweisen oder Nummernschildern herumirre, wenn die Exekutive mit dem Knüppel antwortet? Ich bin zwar selbst im System, im Recht, aber die Beule schmerzt deshalb nicht weniger. Hier hilft aus meiner Sicht nur, das System zu kopieren. Jede noch so kleinste Struktur im System ist in einer Hierarchie aufgebaut. Und der Befehlsempfänger macht genau das, was der Befehlsgeber ihm sagt. Wir haben gerade selbst gelesen, dass das Völkerrecht höherrangiger ist als das Staatsrecht. Wenn wir also eine Lücke im Völkerrecht finden, in der sich die Menschen etablieren können, dann könnten wir das System von innen heraus aufklären, indem wir uns direkt an die Macher wenden und diese in ihre selbstgesetzten Schranken weisen. Das kann äußerst friedlich ablaufen, daher positiv rechtlich geregelt. Nur wer sich dann darüber hinwegsetzt, muss natürlich gemaßregelt werden. Und auch das wiederum nach den eigenen Gesetzen. Kannst du die Auswirkungen erahnen? Ich werde darauf später noch genauer eingehen. Jetzt müssen wir erst einmal die Lücke im Völkerrecht finden. Wie definieren denn die Juristen das Völkerrecht? Völkerrecht ist die Gesamtheit der Rechtssätze, welche die Verhaltensweisen regeln, die zu einem geordneten Zusammenleben der Menschen notwendig sind und nicht im innerstaatlichen Recht der einzelnen souveränen Staaten, Souveränität, enthalten sind. Obwohl dem Völkerrecht ein Zwangscharakter fehlt, ist es Recht. Es beruht auf Rechtsüberzeugungen, die über alle kulturellen und ideologischen Verschiedenheiten hinweg von allen Völkern anerkannt werden. Es ist, in Ermangelung eines Subjekts mit Gesetzgebungsrecht, überwiegend Gewohnheitsrecht, teilweise auch Vertragsrecht. Es gilt grundsätzlich, in Klammern, nur für die Staaten, Völkerrechtssubjekte, und nicht für deren Staatsangehörige. Es muss daher, um gegen Staatsangehörige wirken zu können, grundsätzlich vom Einzelstaat in innerstaatliches Recht umgesetzt, transformiert werden. Auch die Juristen definieren das Völkerrecht als überstaatliches Recht, welches von den jeweiligen Staaten anerkannt wird. Da wir, wie schon erwähnt, in einer Papierwelt leben, muss das ja irgendwo vertraglich niedergeschrieben zu finden sein. Hier zeigt sich ja schon das erwähnte Vertragsrecht, aber Völkerrecht soll ja überwiegend Gewohnheitsrecht sein. Was ist denn das? Gewohnheitsrecht ist das durch langdauernde Übung in der Überzeugung, damit Recht zu handeln, von den Beteiligten geschaffene Recht. Es steht als ungesetztes Recht dem Gesetz, gesetztem Recht, gegenüber. Durch Artikel 2 Einführungsgesetz BGB ist es ausdrücklich anerkannt. Es kann geschrieben oder ungeschrieben sein und ist rechts tatsächlich in älteren Zeiten verbreitet, im Rechtsstaat selten. Ich kann mich ja irren, aber steht da frei übersetzt, jeder darf machen, was er möchte, solange er nur fest daran glaubt, Recht zu haben? Und das wird dann auch noch in Artikel 2 des Einführungsgesetzes des BGB anerkannt? Schauen wir nach. Gesetz im Sinne des bürgerlichen Gesetzbuchs und dieses Gesetzes ist jede Rechtsnorm. Aha,
Sobald irgendetwas als Rechtsnorm betitelt wird, ist es Gesetz. Was ist denn dann Rechtsnorm? Rechtsnorm ist die einzelne allgemeine rechtliche Sollensanforderung bzw. der einzelne Rechtssatz. Zum Beispiel, wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatze des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. § 823.1 BGB. Die Rechtsnorm besteht regelmäßig aus einem abstrakten Tatbestand und einer abstrakten Rechtsfolge. Ausnahmsweise kann sie auch unvollständig sein. Zum Beispiel erläuternde Rechtsnormen wie § 90 BGB, einschränkende Rechtsnormen oder verweisende Rechtsnormen wie § 823.2 BGB. 2006 bei LexisNexis 666.000 Rechtsnormen abrufbar. Ich glaube, die 666 drückt schon alles aus, was man wissen muss und wer der Herr im Hause der Juristerei ist. Fakt ist, die Rechtsnorm ist ein Rechtssatz. Rechtssatz ist der Recht in Sprache ausdrückende, meist aus Tatbestand und Rechtsfolge bestehende Satz. Rechtsnorm. Okay, ein Rechtssatz drückt Recht in Sprache aus. Ich bin Recht, da ich bin. Also sind doch logischerweise alle Sätze, die ich spreche, Rechtssätze. Aber das erkläre mal den Bediensteten. Die antworten doch sofort mit der weißen Hab-mich-lieb-Jacke. Wer tief in sich hineinfühlt, spürt, dass aber genau diese Aussage die Wahrheit ist. Aber um dieses Wissen in die Fiktion zu bringen, sollten wir geschickter vorgehen. Wie könnte das aussehen? Na, wie macht das denn das System? Träumen wir uns doch mal in einen echten Staat. Da kommt zum Beispiel ein Polizist zum Straftäter, zeigt ihm seinen Amtsausweis, wird von diesem als übergeordnet erkannt und, ganz wichtig, akzeptiert und kann problemlos hoheitlich tätig werden. Der Straftäter mault vielleicht herum, wird sich zum Schluss aber fügen. Wenn jetzt das Völkerrecht über dem Staatsrecht steht, müssen wir jemanden finden, der sich genau um dieses Problem kümmert. Was haben wir vorhin unter Völkerrecht bei Wikipedia gelesen? Die wichtigste positivrechtliche Rechtsquelle des Völkerrechts ist die Charta der Vereinten Nationen. Was steht denn in dieser Charta? Charta der Vereinten Nationen. Präambel. Wir, die Völker der Vereinten Nationen, fest entschlossen, künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu unseren Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat. Unseren Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit, an die Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie von allen Nationen, ob groß oder klein, erneut zu bekräftigen. Bedingungen zu schaffen, unter denen Gerechtigkeit und die Achtung vor den Verpflichtungen aus Verträgen und anderen Quellen des Völkerrechts gewahrt werden können. Den sozialen Fortschritt und einen besseren Lebensstandard in größerer Freiheit zu fördern. Und für diese Zwecke Duldsamkeit zu üben und als gute Nachbarn in Frieden miteinander zu leben. Unsere Kräfte zu vereinen, um den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren. Grundsätze anzunehmen und Verfahren einzuführen, die gewährleisten, dass Waffengewalt nur noch im gemeinsamen Interesse angewendet wird und internationale Einrichtungen in Anspruch zu nehmen, um den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt aller Völker zu fördern. Haben wir beschlossen, in unserem Bemühen um die Erreichung dieser Ziele zusammenzuwirken. Dementsprechend haben unsere Regierung durch ihre in der Stadt San Francisco versammelten Vertreter, deren Vollmachten vorgelegt und in guter und gehöriger Form befunden wurden, diese Charta der Vereinten Nationen angenommen und errichten hiermit eine internationale Organisation, die den Namen Vereinte Nationen führen soll. Oh je, was habe ich da nur angestellt? Nachdem ich hier auf dieser Seite anfing zu lesen, konnte ich nicht mehr aufhören. So einen gigantischen Haufen Heucheleien und Verdrehungen hatte ich bisher noch nie gesehen. Frei nach dem Motto, notfalls drehen wir den Mund so oft um, bis das Wort passt. Ich möchte mich gerne kurz halten, da es nicht das eigentliche Hauptthema des Videos darstellt, aber es ist ein gigantischer Augenöffner und das Hintergrundwissen über diese Einrichtungen helfen dabei, den möglichen Weg besser zu begreifen. Also los, Charta der Vereinten Nationen. Kapitel 1. Ziele und Grundsätze. Artikel 1. Die Vereinten Nationen setzen sich folgende Ziele. Erstens,
den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren und zu diesem Zweck wirksame Kollektivmaßnahmen zu treffen, um Bedrohungen des Friedens zu verhüten und zu beseitigen, Angriffshandlungen und andere Friedensbrüche zu unterdrücken und internationale Streitigkeiten oder Situationen, die zu einem Friedensbruch führen könnten, durch friedliche Mittel nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit und des Völkerrechts zu bereinigen oder beizulegen. Absatz 2. Freundschaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker beruhende Beziehung zwischen den Nationen zu entwickeln und andere geeignete Maßnahmen zur Festigung des Weltfriedens zu treffen. Und nun schauen wir uns mal an, wie die Vereinten Nationen uns vor den Frieden bewahren. Seht ihr auch den deutlichen Unterschied zwischen bösen Soldaten und den Friedenssoldaten? Ich glaube, er hat begriffen, was da abläuft. Dieses Bild spricht für mich Bände. Es stammt aus der seit dem 20. September 1960 als Mitglied der UN eingetragenen Republik Kongo. Wenn sich doch die Republik Kongo sowie alle Nachbarstaaten auf die Charta der Vereinten Nationen geeinigt haben und diese schriftlich anerkannt haben, wie kann es denn dann zu Blauhelmtruppen in diesem Gebiet kommen? Wie einverstanden die Bewohner mit den Friedensbringern sind, zeigt uns dieser jahrelang in geheimen Ausbildungscamp zur schrecklichen Massenvernichtungswaffe gedrillte Spezialkämpfer. Überall auf diesem Planeten mischt die UN mit, wenn es zu Streitigkeiten kommt. Und ihre bevorzugte Methode der Konfliktbeseitigung ist das Entsenden von bewaffneten Truppen. Ich möchte noch einmal auf die Präambel der Charta hinweisen, um zukünftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren. Diesmal muss ich mich fragen, ob ich bescheuert bin und was hier nicht stimmt. Der oder die Gründer der UN müssen doch merken, dass hier was schief läuft. Moment, wer waren denn die Gründer der UN? Nach sehr kurzer Suche entdeckte ich ein PDF über die Gründer der UN auf der Webseite Liebe zur Wahrheit. Da ich im Vorfeld schon weitere Quellen durchforstete und so gut wie alle die gleichen Gründer belegen, möchte ich euch einen kleinen Auszug vortragen. Die Gründer der UNO, CFR, Council of Foreign Relations. Es wirft ein Licht auf das Wesen der UNO, wenn man ihre Gründer betrachtet. Da ist die starke Beteiligung von CFR-Mitgliedern bedeutsam. Gary Allen schreibt, 1945 hatten die Rockefellers es geschafft. Enkel Nelson war eines der 74 CFR-Mitglieder bei der Gründungsversammlung der Vereinten Nationen in San Francisco. Später stifteten Nelson und seine Brüder das Grundstück für das UNO-Gebäude am New Yorker East River. Den offensichtlichsten Weg zu einer Weltregierung eröffnet die Organisation, die 1945 von den Rockefellers für genau diesen Zweck geschaffen wurde, die Vereinten Nationen. Aufschlussreich ist das UNO-Emblem mit dem Doppelsymbol aus Globus, gleich Weltherrschaft, und Weizenähre. Beides finden wir sowohl im freimaurerischen als auch im kommunistischen Symbolbereich. Dass Freimaurerei und Kommunismus trotz gewisser Unterschiede im ideologischen Bereich der gleichen Wurzel entstammen, wird durch die Tatsache belegt, dass das sowjetische Hoheitszeichen aus 7 freimaurerischen Symbolen zusammengesetzt ist. Globus, Sonne, Mond, Hammer, Bruderhand, ich denke mal eher, das soll Bruderband heißen, Pentagramm und Weizenähre. Im UNO-Emblem ist diese Identität beider Ideologien klar zum Ausdruck gebracht. Von ihren Wurzeln und ihren Symbolen her steht also auch die UNO gegen Christus, gegen die Menschen. Der Völkerbund 1919 war eine Schöpfung der Freimaurer und die UNO gilt als die Nachfolgeorganisation, oft als Weltloge bezeichnet. Einer der UNO-Präsidenten, Robert Mueller, schreibt, der Klang der Glocken, der Ruf des Muezzin und der Ton des Gongs müssen wieder auf dem ganzen Erdball zu hören sein. Franz Alt kommentiert, dieses Denken verdankt Mueller vor allem dem christlichen Mystiker Hammarskjöld und dem buddhistischen Mystiker U Thant an der Spitze der UNO. In der UNO sieht Mueller den Samen für eine neue Welt. Der Weltstaat ist das Ziel.
Das Mittel aber, um dieses Ziel zu erreichen, ist die Erziehung des Menschen zur Großfamilie und zur Weltverbrüderung. In der UNO-Fremdsprache heißt das Völkerverständigung. Und hier schließt sich der Kreis zu meinem Video Zeichen und Symbole. Und genau das sind die Grundlagen, um zu begreifen, was auf dieser Erde gespielt wird. Alles greift ineinander, da alles dem gleichen Plan entspringt. Diesen gilt es zu durchschauen. Erst dann kann der Mensch wieder Mensch sein. Wir sind Statisten in einem gewaltigen Theaterstück. Nur denken wir, wir wären die Hauptdarsteller. Im Grunde genommen sind wir das sogar. Benehmen uns aber trotzdem ausschließlich wie die schon erwähnten Statisten. Wäre alles halb so schlimm, wenn das Drama nicht mit unserer Vernichtung enden würde. Das können aber im Augenblick die wenigsten begreifen, obwohl sie die Auswirkungen täglich vor ihren eigenen Augen sehen. Doch das Spiel wurde derart gut installiert, dass wir nicht einmal mehr unseren eigenen Augen trauen. Ja, schlimmer noch, sobald es zu heftig wird, schließen wir sie einfach. Und sollte uns jemand auf die Missstände hinweisen, wird dieser mit allen erdenklichen Mitteln bekämpft und diffamiert. Wir sind die, vor denen uns unsere Eltern immer gewarnt haben. Aber an diesem Punkt kann jeder nur für sich selbst entscheiden. Glaubst du das, was du siehst und wahrnimmst und handelst dementsprechend? Oder bleibst du lieber in deiner Komfortzone der drei Affen? Zugegeben, dieser Weg ist anfangs deutlich leichter und es ist ja auch dein Gewissen. Denen, die so denken, möchte ich Folgendes mitgeben. Es ist völlig okay, wenn du vor lauter Angst die Augen verschließt. Aber denke bitte an die Betroffenen, denen du aus freiwilliger Blindheit nicht helfen konntest. Erwarte also keine Hilfe an dem Tag, an dem es dich, deine Sippe oder deinen Nachwuchs erwischt. Und vor allem, sei deinen Mitmenschen dann nicht böse. Sie haben Angst und bekommen deshalb nichts mit. Jetzt aber zurück zur UN. Wir haben also entdeckt, dass die Vereinten Nationen von einer gewissen Gruppe von, wie soll ich die jetzt bezeichnen? Nehmen wir einfach ihre selbsterdachte Bezeichnung Elite und erinnern uns daran, dass ja alles um 180 Grad verdreht wurde. Dann passt sogar dieser Begriff. Okay, diese Elite hat also die UN gegründet. Na, was gehört denn noch alles zur UN? Anschnallen bitte. Sonderorganisation der UN. Das hier ist wieder ein Auszug aus Wikipedia. Schaut euch doch mal diese Organisationen an. Ich lasse beim Vorlesen meinen Gedanken einfach mal freien Lauf. Bitte dabei immer an die sogenannte Elite und ihren Plan der neuen Weltordnung, beziehungsweise auch an andere Pläne wie den Hutenplan denken. Und ja, das, was hier seit ewigen Zeiten abläuft, ist so weitreichend. Und los. Erstens FAO, Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation. Hier wird wohl bestimmt, was wir als Nahrungsmittel vorgesetzt bekommen, oder? Es würde mich nicht wundern, wenn es hier Verbindungen zu Monsanto, Syngenta, Bayer, BASF und so weiter geben würde. Sucht selbst. Zweitens ICAO, Internationale Zivilluftfahrtorganisation. Betrifft wohl den weltweiten Transport von Gütern durch die Luft, oder? Drittens, IFAD, Internationaler Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung. Nieder mit den Feldern und der Natur, Freiheit für die Monokultur, jedenfalls auf den Feldern und in Wäldern. Viertens, ILO, Internationale Arbeitsorganisation. Wer wohl den Auftrag bekommt? Fünftens, IMO, Internationale Seeschifffahrtsorganisation. Aha, der Transport zur See. Sechstens, IWF, Internationaler Währungsfonds. Damit hat die UN wohl die Finanzen unter Kontrolle. Ob da die FED reinpassen würde? Sucht mal nach deren Gründer. Ihr werdet staunen. Siebtens, ITU, Internationale Fernmeldeunion. Oh, die weltweite Vernetzung digitaler Art, wenn da mal nicht die Nachrichtendienste eingebunden sind. Achtens, UNESCO, Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur. Aha, das Weltkulturerbe. Alles, was bei denen registriert ist, gehört also der... Richtig, UN.
Wie viel Nordseeküste hat die BRD eigentlich? Das Wattenmeer ist UNESCO-Weltkulturerbe. Was das wohl für Folgen hat? 9. UNIDO, Organisation für industrielle Entwicklung. Die liebe Industrie, schaut euch auf diesem Planeten um. 10. UPU, Weltpostverein. Tschüss Post! 11. IBRD, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Aha, erst zerstören, dann wieder aufbauen. So sichert man seinen Posten. Und wenn wir schon dabei sind, 11 und 12 haben den gleichen Vorsitzenden. Und mit diesen drei Organisationen erschaffe ich eine Welt, wie sie mir gefällt. 14. WHO, Weltgesundheitsorganisation. Schweres Thema, aber diese Bande geht über Leichen, und zwar über Milliarden. 15. WIPO, Weltorganisation für geistiges Eigentum. Patente bis zum Abwinken, damit niemand etwas entwickelt, was dieser Gangsterbande das Leben schwer machen könnte. 16. WMO, Weltorganisation für Meteorologie. Aha, die Wettermacher. Hier sitzen sie also, oder? UNWTO, Welttourismusorganisation. Und hier wird das Bühnenbild gebaut und aufrechterhalten. Schaut euch die Maschinerie an, die die Touristik auffährt. Und wofür? Um sich dadurch blenden zu lassen und brav seiner Arbeit nachzugehen, damit man einmal im Jahr ein paar tolle, fremdkonstruierte Wochen erleben kann. Danach geht es wieder ins Hamsterrad. Nächste Runde. Meine Empfindung sagt mir, dass die Vereinten Nationen unser Leben in der Hand haben und wenn ein gewisser Teil nicht mitspielt, wird das Land unter Vorwänden in die Steinzeit gebombt. Glaubt bloß nicht, dass diese 17 Organisationen schon alles sind, was die Elite ins Rennen geworfen hat. Ich stelle euch gleich ein weiteres Werkzeug von denen vor. Die NATO. Die Nordatlantic Terror Organization. Treaty Organization. Zur Vorgeschichte hier ein Wikipedia-Auszug. Bald nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs traten die Gegensätze zwischen den ehemaligen Teilnehmermächten der Anti-Hitler-Koalition, der UdSSR auf der einen und den westlichen Siegermächten Vereintes Königreich, Frankreich und USA auf der anderen Seite klar zutage. Bereits mit dem Brüsseler Vertrag vom 17. März 1948 schlossen sich die westeuropäischen Länder Frankreich, das Vereinigte Königreich, die Niederlande, Belgien und Luxemburg zu einem Bündnis für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Zusammenarbeit sowie zur kollektiven Selbstverteidigung zusammen. Dieses Bündnis war nominell noch als Beistandspakt gegen eine erneute deutsche Aggression vorgesehen. Im März 1947 hatten die USA die britischen Schutzmachttrolle, Im März 1947 hatten die USA die britische Schutzmachtrolle über Griechenland und die Türkei übernommen, um einer sowjetischen Machtausweitung entgegenzuwirken. Mit dem Februarumsturz in der Tschechoslowakei und der Berlin-Blockade 1948 rückte in Westeuropa eine mögliche militärische Bedrohung durch den von der Sowjetunion angeführten kommunistischen Ostblock ins Blickfeld. Die westeuropäischen Staaten wandten sich nun an die USA mit der Bitte um militärischen Beistand gegen eine sowjetische Aggression. Daraufhin kam es zu einem wechselseitigen Abkommen, dem Nordatlantikvertrag. Die Beratungen über den Vertragstext und Inhalt wurden seit dem 6. Juli 1948 geführt. Am 4. April 1949 unterzeichneten die Brüsseler Paktstaaten ihn zusammen mit den USA und Kanada. Als weitere Gründungsmitglieder kamen Italien, Norwegen, Dänemark mit Grönland, Island und Portugal hinzu. Er trat am 24. August desselben Jahres in Kraft. Ich stelle mir das gerade bildlich vor. Da vereint sich also die Hälfte der Welt, weil die bösen Deutschen, nachdem sie zweimal in den Krieg gezogen wurden, Quatsch sind, wollten oder mussten. Na was denn nun? Ich würde gern mal nachfragen. Darf ich? Ich meine, ohne dass das System sofort wieder versucht, den Paragraf 130 StGB gegen einen Menschen anzuwenden. Ach was, sucht selbst. Also die halbe Welt
hat Schiss vor den schon fast vernichteten Deutschen und gründet deshalb die NATO. Auf der anderen Seite gründet sich aus demselben Grund der Warschauer Pakt. Na, spinn ich denn? Sind die Deutschen etwa Übermenschen oder Götter? Dass eine solch riesige Kriegsmaschinerie aufgefahren werden muss, um die Angst vor denen in den Griff zu bekommen? Da frage ich mich doch glatt so nebenbei, warum die USA direkt zum Beginn des Waffenstillstands so viele deutsche Forscher, Erfinder und Ingenieure in ihr Land umsiedelte. Damit holten sie sich doch den Feind direkt zu sich, oder? Na egal. Es wurde also die NATO und als Gegenpart der Warschauer Pakt gegründet. Nachdem sich die Sowjetunion durch Perestroika, also Umbau, und Glasnost, Offenheit, eingeleitet durch Michail Gorbatschow, auflöste, wurde auch der Warschauer Pakt beendet. Die NATO erklärte, sich nicht weiter auszudehnen. Das sieht heute so aus. Und warum sieht das so aus? Hier die offizielle Wikipedia-Erklärung. Terroranschläge in den USA am 11. September 2001. Unmittelbar nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 in den USA setzte die NATO erstmals in ihrer Geschichte den Bündnisfall, kollektiver Verteidigungsfall, nach Artikel 5 des NATO-Vertrages, auch Washingtoner Vertrag genannt, vorläufig in Kraft. Am 1. Oktober 2001 vollständig. Artikel 5 sieht in Absprache mit den Regierungen der NATO-Mitgliedstaaten die Wiederherstellung und Wahrung der Sicherheit des nordatlantischen Gebiets vor. Und ein bewaffneter Angriff auf einen Bündnispartner, in diesem Fall die USA, wird als Angriff gegen jeden der Bündnispartner gesehen. Am 4. Oktober 2001 vereinbarten die NATO-Staaten eine Reihe von Maßnahmen, um die USA in ihrem Kampf gegen den internationalen Terrorismus zu unterstützen. Dazu gehörte der Austausch nachrichtendienstlicher Informationen, uneingeschränkte Überflugrechte und Zugang zu Häfen und Flugplätzen im Beitrittsgebiet durch die US-Streitkräfte und die Entsendung eines ständigen Flottenverbandes der NATO in das östliche Mittelmeer. Obwohl die Mitglieder in dem Angriff auf das World Trade Center noch einen bewaffneten Angriff sahen, der den Bündnisfall nach Artikel 5 auslöste, kam es hinsichtlich der zu ziehenden Konsequenzen bei den Regierungen der NATO-Mitgliedstaaten zu teilweise völlig unterschiedlichen Einschätzungen. Der gestiegenen Gefahr durch den internationalen Terrorismus seit dem 11. September 2001 hat die NATO bisher noch wenig entgegenzusetzen. Traditionell versteht sich die Organisation als ein Bündnis von Staaten gegen die Angriffe von anderen Staaten. Damit wird es schwierig, diesen Terrorangriff, der von wenigen extremistischen Personen, die ohne offizielle Kriegserklärung eines angreifenden Landes tätig werden, einzuordnen. Ich fasse es nicht. Die lügen weiterhin wie gedruckt, obwohl inzwischen offiziell bestätigt wurde, dass 9/11 so nicht stattgefunden hat. Auch dieses Thema sollte jeder für sich durcharbeiten. Ich sage nur, 2 Flugzeuge, 3 Hochhäuser aus Stahlbeton, die im freien Fall kollabierten. Wie kommt jetzt aber die UN ins Spiel? Lesen wir weiter. ISAF-Einsatz in Afghanistan. Die Internationale Sicherheitsunterstützungstruppe, kurz ISAF, ist seit 2001 eine Sicherheits- und Aufbaumission in Afghanistan, die zunächst von einer Gruppe von Staaten, darunter neben Deutschland, auch das Vereinigte Königreich, Kanada, Türkei und andere mehr, unterstützt und geführt wurde. Seit 2003 steht ISAF unter Führung der NATO. Die Aufstellung erfolgte auf Ersuchen der neuen afghanischen Regierung an die internationale Gemeinschaft und mit Genehmigung durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Der Einsatz ist keine Blauhelm-Mission, sondern ein sogenannter friedenserzwingender Einsatz unter Verantwortung der beteiligten Staaten. Operativ wird ISAF seitens der NATO durch den Commander Allied Joint Force Command Brunson, JFC Brunson, in den Niederlanden geführt. Der Einsatz endete am 31. Dezember 2014. Jetzt bleibt mir doch die Spucke weg. Erst genehmigen die Vereinten Nationen Kriegseinsätze, und dann auch noch aufgrund einer derart dreisten Lüge? Und glaubt mir, die damals diesen Einsatz entschieden und genehmigt hatten, wussten genau, was gespielt wird. Denn diese Kreaturen kennen sich alle untereinander. Und in vielen Fällen sind ein und dieselbe Person in vielen der hier genannten Organisationen tätig. Die Vereinten Nationen und ihre Hilfsschergen sind alles andere als die hier gesuchte internationale Einrichtung, die nach Völkerrecht agiert und sich für dauerhaften Frieden zwischen allen Völkern stark macht.
Diese Organisation versucht, die Ein-Weltregierung durchzusetzen und alle Völker zu unterjochen, damit sie ihre faschistische Diktatur voll ausleben können. Gleichzeitig sind genau diese Vereinten Nationen der Motor für das Leid auf der Erde und sorgen dafür, dass dieses System immer weiterläuft. Aber kein Motor fährt mit Sand. Und jeder von uns kann ein Sandkorn sein. Und zusammen stoppen wir diesen Irrsinn. Welche Möglichkeiten ich dafür sehe, werde ich noch in diesem Video aufzeigen. Jetzt aber erst einmal eine weitere wohlverdiente Pause. Ach so, eins noch. Sowohl die Vereinten Nationen als auch die NATO befinden sich hier und sind somit maximal Grundrecht verpflichtet. So, ich hoffe, du bist gut durchgelüftet und wieder aufnahmefähig. Ich kann mir gut vorstellen, dass inzwischen Fragen wie, was hat das mit Menschen und Personen zu tun oder und wie soll mir das jetzt helfen, auftauchen. Seid bitte geduldig und nehmt die Informationen erst einmal in euch auf. Es geht um Bewusstsein und das kann ich niemandem geben. Ich kann nur Informationen aufarbeiten und begreifbar machen. Dazu gehören sowohl positive als auch negative Informationen. Positiv ist bisher, dass es wohl die Möglichkeit gibt, den Bediensteten mit Hilfe eines höherrangigen Rechts ihr System begreifbar zu machen. Auf der Suche nach dem benötigten Schlupfloch im Völkerrecht stießen wir als erstes auf die Vereinten Nationen und die NATO. Ob die Infos über diese Institution nun positiv oder negativ waren, sollte jeder selbst recht schnell erkannt haben. Sie sind aus meiner Sicht sowohl als auch. Negativ ist, dass wir diese Institution keinesfalls als friedensschaffend und menschenrechtvertretend einstufen können. Positiv, dass wir uns nicht mehr um eben diese Einrichtung kümmern müssen. Abhaken, weitersuchen. Und genau das machen wir jetzt. Suchen wir nach Völkerrecht. Ei, was steht denn da? Das sollten wir uns genauer ansehen. Humanitäres Völkerrecht. Und das auf der Weltnetzseite vom DRK. Na mal sehen, was jetzt kommt. Es ist die Aufgabe des Roten Kreuzes, die Regeln des humanitären Völkerrechts zu verbreiten, damit die Teilnehmer bewaffneter Konflikte sie im Ernstfall kennen und umsetzen können. Außerdem ist es Teil seines Auftrags, die Einhaltung des humanitären Völkerrechts durch die Parteien eines bewaffneten Konflikts einzufordern. Ein Mindestmaß an Humanität auch im Krieg. Krieg ist grundsätzlich verboten. Krieg verursacht unermessliches Leid. Trotzdem ist er allgegenwärtig. Die Nachrichten berichten tagtäglich über bewaffnete Auseinandersetzungen, Massengräber und Minenopfer. Vertreibung und Vergewaltigung gehören zu diesem Schreckensszenario. Das humanitäre Völkerrecht ist ein für Situationen bewaffneter Konflikte geschaffenes Sonderrecht. Zwar kann es Kriege nicht verhindern, jedoch durch seine Regeln menschliches Leid im Krieg verringern. Das humanitäre Völkerrecht dient zum Schutz von Personen, die nicht oder nicht mehr an den Feindseligkeiten teilnehmen, zum Beispiel Zivilisten und Verwundete, Kranke oder gefangene Soldaten, und legt den kriegsführenden Parteien Beschränkungen hinsichtlich der Art und Weise der Kriegsführung auf. Na, das klingt doch schon mal gut. Mal sehen, was die wie umsetzen. Genfer Abkommen. Das Kernstück des humanitären Völkerrechts ist in den vier Genfer Abkommen von 1949 und ihren Zusatzprotokollen von 1977 und 2005 verankert. An die Abkommen sind fast alle Staaten der Welt gebunden. Ende 2015 waren 196 Staaten Vertragsparteien der vier Genfer Abkommen. Das erste Zusatzprotokoll hatten 174, das zweite Zusatzprotokoll 168 und das dritte Zusatzprotokoll 72 Staaten ratifiziert. Aha, das Kernstück des humanitären Völkerrechts sind die Genfer Abkommen. Die sollten wir im Hinterkopf behalten. Weiter. Verbreitung der Kenntnisse des humanitären Völkerrechts. Es ist Aufgabe des Roten Kreuzes, die Regeln des humanitären Völkerrechts zu verbreiten, damit die Teilnehmer bewaffneter Konflikte sie im Ernstfall auch kennen und entsprechend umsetzen können. Außerdem ist es Teil seines Auftrags, die Einhaltung des humanitären Völkerrechts durch die Parteien eines bewaffneten Konfliktes einzufordern. Auch das Deutsche Rote Kreuz, DRK, leistet seinen Beitrag zu dieser Aufgabe als Mitglied in der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung.
Gemäß seines Auftrags und seiner Selbstverpflichtung ist die Verbreitung der Kenntnisse des humanitären Völkerrechts sowie der Rotkreuz-Grundsätze eine prioritäre Aufgabe des DRK. Um diesen Auftrag zu erfüllen, leistet das DRK vielfach Verbreitungsarbeit. Diese richtet sich mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten vor allem an politische und gesellschaftliche Entscheidungsträger, Streitkräfte und Polizei, Juristen, medizinisches Personal, Schüler und Studenten, Medien und die allgemeine Öffentlichkeit. Gemäß der föderalen Struktur des DRK hat jede Verbandsebene eine eigene Verantwortlichkeit für die Koordinierung und Durchführung von Verbreitungsarbeit. Neben den hauptamtlich Beschäftigten sind es insbesondere die ehrenamtlich tätigen Konventionsbeauftragten, die sich in den einzelnen Verbandsgliederungen für die Verbreitungsarbeit einsetzen. Und wo bitte? Kennst du die Genfer Abkommen und vielleicht sogar deren Inhalte? War bei dir schon mal jemand vom DRK und hat mit dir über dieses Thema gesprochen? Oder gehörst du etwa nicht zur allgemeinen Öffentlichkeit? Wo und wer sind diese Konventionsbeauftragten, von denen hier gesprochen wird? Fragen über Fragen. Vielleicht sollten wir uns jetzt mal die Genfer Abkommen ansehen. Klick! Aha! Wenn es um die Finanzierung geht, sind sie jedenfalls schon mal sehr aktiv. Das passt ja auch zum Auftritt im Straßenbild. 2015 hatten also 196 Staaten die Genfer Abkommen ratifiziert. Ratifizieren? Siehe Ratifikation. Ratifikation ist im Völkerrecht die Billigung des von den Unterhändlern ausgehandelten Vertragsentwurfs durch das staatliche Organ, das von der Verfassung zum Abschluss eines solchen Vertrags ermächtigt ist. Im engeren Sinn ist Ratifikation der Formalakt des Staatsoberhaupts, das durch Unterzeichnung der Ratifikationsurkunde den Bindungswillen des Staates formal abschließend dokumentiert. Die Ratifikation ist damit der letzte Schritt im Verfahren des Vertragsschlusses im Völkerrecht. Somit hat fast die komplette Fiktion Welt freiwillig beschlossen, sich an die Genfer Abkommen zu halten, beziehungsweise sich nach diesen zu richten. Bevor wir uns die Genfer Abkommen genauer ansehen, möchte ich euch noch schnell die Schutzzeichen näher bringen. Schutzzeichen. Anerkannte Schutzzeichen zeigen, dass Personen und Gegenstände neutral und im Sinne der Genfer Abkommen im Einsatz sind, etwa zur Bergung oder Versorgung von Verwundeten. Sie sollen Kämpfende von Angriffen abhalten. Das Rote Kreuz, der Rote Halbmond und der zurzeit nicht mehr verwendete Rote Löwe mit roter Sonne werden in den Genfer Abkommen als Schutzzeichen anerkannt. Im dritten Zusatzprotokoll aus dem Jahr 2005 wurde der rote Kristall als weiteres Schutzzeichen aufgenommen. Und genau an dieser Stelle wachte ich aus meinem Traum von einer nach Völkerrecht handelnden Institution auf. Kreuz, Halbmond, Löwe mit Sonne und seit 2005 auch noch ein Kristall? Ist das ein Rätsel, welches Zeichen als nächstes folgen soll? Ich hätte da eines im Angebot, aber dieses Thema möchte ich hier nicht weiter vertiefen. Wieder kann ich an dieser Stelle nur auf mein Video Zeichen und Symbole hinweisen. Sobald ich die notwendige Zeit finde, wird es auch dort eine Fortsetzung geben. Um das übergeordnete Komitee möchte ich mich hier gar nicht mehr kümmern. Wer selbst weiter forscht, wird seinen Augen nicht trauen und wieder einmal bei den alten Bekannten landen. Machen wir also direkt mit den Genfer Abkommen weiter. Eine wichtige Tatsache können wir direkt wieder einmal den Pro-System-Seiten von Wikipedia entlocken. Unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs lud im Jahr 1948 der Schweizer Bundesrat 70 Regierungen zu einer diplomatischen Konferenz ein, mit dem Ziel, das bestehende Regelwerk den Erfahrungen des Krieges anzupassen. Die Regierungen von 59 Staaten folgten der Einladung. 12 weitere Regierungen und internationale Organisationen, darunter die Vereinten Nationen, nahmen als Beobachter teil. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und die Liga der Rotkreuzgesellschaften wurden auf Beschluss der Konferenz als Experten hinzugezogen. Im Rahmen der Konferenz von April bis August 1949 wurden die bestehenden zwei Konventionen überarbeitet und die bisher als Haager Konvention 4 bestehenden Regeln für den Seekrieg als neue Konvention in die Genfer Abkommen aufgenommen. Wesentlichen Anteil an der Ausarbeitung der vom IKRK vorgelegten Entwürfe hatte der Genfer Jurist und IKRK-Mitarbeiter Jean Pictet, wenn man den so ausspricht.
der damit als der geistige Vater der Abkommen von 1949 gilt. Das rechtlich fixierte Mandat des Internationalen Komitees wurde durch die vier Konventionen wesentlich erweitert. Zum Abschluss der diplomatischen Konferenz wurden die Abkommen am 12. August 1949 von 18 Staaten unterzeichnet. Der Abschluss des Genfer Abkommens 4 über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten war die wichtigste Erweiterung hinsichtlich des Geltungsbereichs der Genfer Konvention. Sie ist eine direkte Folge der Erfahrung mit den verheerenden Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auf die Zivilbevölkerung und beruht wesentlich auf dem Entwurf von 1934. Ein Jahr nach der Konferenz traten die vier aktuell gültigen Abkommen am 21. Oktober 1950 in Kraft. Österreich und die Schweiz gehörten wie die USA am 12. August 1949 zu den Unterzeichnerstaaten. Die Schweiz ratifizierte die Abkommen als erstes Land der Welt am 31. März 1950. Österreich folgte am 27. August 1953. Bis zum Inkrafttreten der Konvention am 21. Oktober 1950 folgten 1950 neben der Schweiz noch Monaco am 5. Juli, Liechtenstein am 21. September und Chile am 12. Oktober mit weiteren Ratifizierungen. Auch Indien trat den Abkommen noch im gleichen Jahr am 9. November bei. Die Bundesrepublik Deutschland wurde am 3. September 1954 in einem einzigen Rechtsakt Vertragspartei, ohne Unterscheidung zwischen Unterzeichnung und Ratifikation. Am 30. August 1956 folgte die Deutsche Demokratische Republik. Im selben Jahr wurde die Zahl von 50 Vertragsparteien erreicht. 8 Jahre später waren bereits 100 Staaten den Konventionen von 1949 beigetreten. Und somit ist es egal, ob die BRD sich als Staat ausgibt oder sich als Bundesstaat oder Besatzungskonstrukt der USA entpuppt. Das Gebilde hat sich an die jetzt folgenden Abkommen zu halten und sich nach diesen zu richten. Und das meine ich so, wie ich es sage. Da ist es, das Genfer Abkommen über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten. Keine Sorge, ich möchte euch nicht das komplette Abkommen vorlesen, sondern nur die Teile, die besagen, für wem dieses Abkommen wann bindend ist und was passiert, wenn es missachtet wird. Trotzdem empfehle ich jedem, sich dieses Abkommen selbst einmal zu Gemüte zu führen. Eines noch vorweg, in diesem Abkommen ist immer wieder von geschützten Personen die Rede. Und genau darum geht es. Die BRID kennt nur Personen und kann mit Menschen nichts anfangen. Wenn aber der Mensch eine solch geschützte Person zum Mitspielen benutzt, kann er sein Wesen als Mensch ausleben und gleichzeitig im System agieren. Er muss in Form dieser Person vom System geschützt, nein, vielmehr noch, er muss vom System als übergeordnet betrachtet werden. Denn das Genfer Abkommen selbst redet von geschützten Personen und ist Völkerrecht. Also keine Müdigkeit vortäuschen, ab in die Genfer Abkommen. Die unterzeichneten Bevollmächtigten der Regierung, die an der vom 21. April bis zum 12. August 1949 in Genf zur Ausarbeitung eines Abkommens für den Schutz der Zivilpersonen Kriegszeiten versammelten diplomatischen Konferenz vertreten waren, haben Folgendes vereinbart. Teil 1. Allgemeine Bestimmung. Artikel 1. Die hohen Vertragsparteien verpflichten sich, das vorliegende Abkommen unter allen Umständen einzuhalten und seine Einhaltung durchzusetzen. Und zu den hohen Vertragsparteien gehören sowohl die BRID als auch die USA. Artikel 2. Außer den Bestimmungen, die bereits in Friedenszeiten zu handhaben sind, ist das vorliegende Abkommen in allen Fällen eines erklärten Krieges oder jedes anderen bewaffneten Konflikts anzuwenden, der zwischen zwei oder mehreren der hohen Vertragsparteien entsteht, und zwar auch dann, wenn der Kriegszustand von einer dieser Parteien nicht anerkannt wird. Das Abkommen ist auch in allen Fällen vollständiger oder teilweiser Besetzung des Gebiets einer hohen Vertragspartei anzuwenden, selbst wenn diese Besetzung auf keinen bewaffneten Widerstand stößt. Und hier finden wir uns alle wieder, ob wir wollen oder nicht. Um das festzustellen, reicht bereits der erste Satz des Artikel 120 Grundgesetz. Der Bund trägt die Aufwendungen für Besatzungskosten und die sonstigen inneren und äußeren Kriegsfolgelasten nach näherer Bestimmung von Bundesgesetzen.
Die Fiktion glaubt also daran, dass sich alle Personen, die sich im sogenannten Gebiet der BRID aufhalten, unter Besatzung befinden, auch wenn sie diese fiktive Tatsache gerne wegdiskutieren würden. Leider überschneidet sich dieses Gebiet in vielen Fällen mit den Lebensräumen von Menschen, wodurch auch diese ungerechtfertigterweise in Mitleidenschaft gezogen werden. Das Gute daran, die Fiktion hat sich hier uneingeschränkt an die Genfer Abkommen zu halten. Wenn eine der im Konflikt befindlichen Mächte am vorliegenden Abkommen nicht beteiligt ist, bleiben die daran beteiligten Mächte in ihren gegenseitigen Beziehungen gleichwohl durch das Abkommen gebunden. Sie sind aber durch das Abkommen auch gegenüber dieser Macht gebunden, wenn diese dessen Bestimmung annimmt und anwendet. Artikel 3. Im Falle eines bewaffneten Konflikts, der keinen internationalen Charakter aufweist und der auf dem Gebiet einer der hohen Vertragsparteien entsteht, ist jede der am Konflikt beteiligten Parteien gehalten, wenigstens die folgenden Bestimmungen anzuwenden. Erstens. Personen, die nicht direkt an den Feindseligkeiten teilnehmen, einschließlich der Mitglieder der bewaffneten Streitkräfte, welche die Waffen gestreckt haben, und der Personen, die infolge Krankheit, Verwundung, Gefangennahme oder irgendeiner anderen Ursache außer Kampf gesetzt wurden, sollen unter allen Umständen mit Menschlichkeit behandelt werden, ohne jede Benachteiligung aus Gründen der Rasse, der Farbe, der Religion oder des Glaubens, des Geschlechts, der Geburt oder des Vermögens oder aus irgendeinem ähnlichen Grunde. Zu diesem Zwecke sind und bleiben in Bezug auf die oben erwähnten Personen jederzeit und jederorts verboten: a. Angriffe auf Leib und Leben, namentlich Mord jeglicher Art, Verstümmelung, grausame Behandlung und Folterung. B. Die Gefangennahme von Geiseln. C. Beeinträchtigung der persönlichen Würde, namentlich erniedrigende und entwürdigende Behandlung. D. Verurteilung und Hinrichtung ohne vorhergehendes Urteil eines ordnungsmäßig bestellten Gerichtes, das die von den zivilisierten Völkern als unerlässlich anerkannten Rechtsgarantien bietet. Zweitens. Die Verwundeten und Kranken sollen geborgen und gepflegt werden. Eine unparteiische humanitäre Organisation wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz kann den am Konflikt beteiligten Parteien ihre Dienste anbieten. Die am Konflikt beteiligten Parteien werden sich andererseits bemühen, durch besondere Vereinbarungen auch die anderen Bestimmungen des vorliegenden Abkommens ganz oder teilweise in Kraft zu setzen. Die Anwendung der vorstehenden Bestimmungen hat auf die Rechtsstellung der am Konflikt beteiligten Parteien keinen Einfluss. Deutlicher geht es nicht. Die Menschen sind nicht an diese Abkommen gebunden. Wir benehmen uns aber, unserem Wesen entsprechend, von Natur aus im Rahmen dieser Abkommen. Uns muss man das nicht extra vorschreiben. Wie gesagt, möchte ich euch nicht die kompletten Abkommen vorlesen, deshalb geht es jetzt mit dem Artikel 10 weiter. Die Bestimmungen des vorliegenden Abkommens bilden kein Hindernis für die humanitäre Tätigkeit, die das Internationale Komitee vom Roten Kreuz oder irgendeine andere unparteiliche humanitäre Organisation mit Einwilligung der am Konflikt beteiligten Parteien ausübt, um die Zivilpersonen zu schützen und ihnen Hilfe zu bringen. So wie das Rote Kreuz weltweit im Einsatz ist, können sich also auch andere Organisationen für den Schutz von Zivilpersonen einsetzen. Dieser Artikel ist wieder ein Puzzleteil für das Gesamtbild, das ich euch nachher mit auf euren Weg geben möchte. Artikel 11. Die hohen Vertragsparteien können jederzeit vereinbaren, die durch das vorliegende Abkommen den Schutzmächten übertragenen Aufgaben einer Organisation anzuvertrauen, die alle Garantien für Unparteilichkeit und erfolgreiche Arbeit bietet. Wieder geht es um eine Organisation, der die Vertragsparteien Aufgaben übertragen kann. Wir haben ja inzwischen festgestellt, dass sich weder die UNO noch die NATO und auch nicht das IKRK für die Menschen wirklich einsetzt. Am nächsten kommt dem noch das IKRK, aber auch diese Organisation kümmert sich eher um den vorhandenen Schaden, als diesen schon im Keim zu ersticken. Ich bin der festen Überzeugung, dass die genannten Organisationen neben vieler weiterer einer übergeordneten Agenda folgen. Sie tun so, als würden sie sich für den Menschen und für Frieden einsetzen, bezwecken aber genau das Gegenteil. Es geht um pure Macht und Menschenleben sind dieser vermeintlichen Elite scheißegal. Aber hier findet sich gerade eine Lücke und diese Chance sollten wir nutzen.
Diese Genfer Abkommen bilden die Möglichkeit, eine Organisation zu etablieren, die dann wirklich im Namen der Menschlichkeit unterwegs ist und vor allem handelt. Aber bevor wir uns um diese Organisation kümmern, möchte ich euch noch ein paar Grundlagen der Genfer Abkommen mit auf den Weg geben. Wenn geschützte Personen aus irgendeinem Grunde nicht oder nicht von einer Schutzmacht oder einer in Absatz 1 vorgesehenen Organisation betreut werden, hat der Gewahrsamstaat einen neutralen Staat oder eine solche Organisation zu ersuchen, die Funktionen zu übernehmen, die das vorliegende Abkommen den Schutzmächten überträgt, die von den am Konflikt beteiligten Parteien bezeichnet werden. Und noch einmal die Aufgabe für eine solche Organisation. Sollte ein Schutz auf diese Weise nicht gewährleistet werden können, so hat der Gewahrsamstaat entweder eine humanitäre Organisation, wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, zu ersuchen, die durch das vorliegende Abkommen den Schutzmächten zufallenden humanitären Aufgaben zu übernehmen. Oder aber unter Vorbehalt der Bestimmung dieses Artikels die Dienste anzunehmen, die ihm eine solche Organisation anbietet. Es zieht sich fort wie ein roter Faden. Nochmal kurz in eigenen Worten. Kann ein Schutz nicht gewährleistet werden, hat der Gewahrsamstaat, hier die BAID, die Dienste einer nach diesem Abkommen humanitär arbeitenden Organisation anzunehmen, wenn diese ihre Dienste anbietet. Da steht weder könnte noch kann und auch nicht bitte. Die Organisation befindet sich im Völkerrecht und der Gewahrsamstaat ist nun mal untergeordnet. Abschnitt 5. Auskunftsbüros und zentrale Auskunftsstelle. Artikel 136. Bei Ausbruch eines Konflikts und in allen Fällen einer Besetzung soll jede der am Konflikt beteiligten Parteien ein offizielles Auskunftsbüro einrichten, das beauftragt ist, Auskünfte über die geschützten Personen, die sich in ihrer Gewalt befinden, zu empfangen und weiterzugeben. Und genau das wird gerade aufgebaut. Doch dazu später. Jede der am Konflikt beteiligten Parteien soll dem genannten Büro in der kürzesten Frist Mitteilung über die Maßnahmen übermitteln, die sie gegen jede seit mehr als 2 Wochen festgenommene, einem Zwangsaufenthalt unterworfene oder internierte geschützte Person ergriffen hat. Außerdem soll sie ihre verschiedenen zuständigen Dienststellen beauftragen, dem genannten Büro umgehend Mitteilung über die imstande dieser Person eingetretenen Änderungen wie Überführung, Freilassung, Heimschaffung, Entweichung, Hospitalisierung, Geburten und Todesfälle zu machen. Hat das IKRK diese zentrale Auskunftsstelle für die geschützten Personen in der BRID geschaffen? Oder auch nur darüber aufgeklärt? Wohl nicht. Welche Agenda verfolgen die also? Teil 4. Vollzug des Abkommens, Abschnitt 1, allgemeine Bedingungen, Artikel 142. Unter Vorbehalt der Maßnahmen, die die gewahrsamen Staaten für unerlässlich erachten, um ihre Sicherheit zu gewährleisten oder jedem anderen vernünftigen Erfordernis zu begegnen, sollen sie den religiösen Organisationen, Hilfsgesellschaften oder jeder anderen, den geschützten Personen hilfebringenden Körperschaften, die beste Aufnahme gewähren. Sie sollen ihnen, wie auch ihren gebührend akkreditierten Delegierten, alle notwendigen Erleichterungen gewähren, damit sie die geschützten Personen besuchen, Hilfssendungen und für Erziehungs-, Erholungs- oder Religionszwecke dienende Gegenstände irgendwelcher Herkunft an sie verteilen oder ihnen bei der Gestaltung der Freizeit innerhalb der Internierungsorte helfen können. Die genannten Gesellschaften oder Organisationen können auf dem Gebiete des Gewahrsamstaates oder in einem anderen Land gegründet werden oder aber internationalen Charakter haben. Achtet bitte genau auf diesen Abschnitt des Artikel 142. Hier wird ganz deutlich darauf hingewiesen, dass es sich um religiöse Organisationen, Hilfsgesellschaften oder hilfebringende Körperschaften handelt. Es ist in keinem Wort von staatlichen Einrichtungen die Rede. Denn diese sind dem Völkerrecht untergeordnet, können also nicht beides gleichzeitig sein. Allerdings kann diese Organisation auf dem Gebiete eines Staates gegründet werden. Der Gewahrsamstaat kann die Anzahl der Gesellschaften und Organisationen, deren Delegierte ermächtigt sind, ihre Tätigkeit auf seinem Gebiet und unter seiner Aufsicht auszuüben, begrenzen. Durch eine solche Begrenzung darf jedoch die wirksame und ausreichende Hilfeleistung an alle geschützten Personen nicht behindert werden. Bis wir an dieser Stelle sind, wird noch einige Zeit vergehen. Im Augenblick können wir noch nicht einmal eine solche Einrichtung namentlich nennen.
Bis zur ersten Begrenzung durch den Gewahrsamstaat haben wir also noch viel Luft. Die besondere Stellung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz auf diesem Gebiete soll jederzeit anerkannt und respektiert werden. Artikel 143. Die Vertreter oder Delegierten der Schutzmächte sind ermächtigt, sich an alle Orte zu begeben, wo sich geschützte Personen befinden, namentlich an alle Internierungs-, Gefangenhaltungs- und Arbeitsorte. Sie sollen zu allen von geschützten Personen benutzten Räumlichkeiten Zutritt haben und sich mit ihnen ohne Zeugen, wenn nötig durch Vermittlung eines Dolmetschers, unterhalten können. Diese Besuche dürfen nur aus zwingenden militärischen Gründen und bloß ausnahmsweise und vorübergehend untersagt werden. Ihre Häufigkeit und Dauer dürfen nicht begrenzt werden. Den Vertretern und Delegierten der Schutzmächte ist betreffend die Wahl der Orte, die sie zu besuchen wünschen, jede Freiheit zu lassen. Der Gewahrsams- oder Besetzungsstaat, die Schutzmacht und gegebenenfalls der Heimatstaat der zu besuchenden Person können übereinkommen, Landsleute von Internierten zur Teilnahme an diesen Besuchen zuzulassen. Die Delegierten des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz sollen die gleichen Vorrechte genießen. Die Bezeichnung dieser Delegierten bedarf der Genehmigung der Macht, in deren Gewalt sich die Gebiete befinden, wo sie ihre Tätigkeit auszuüben haben. Aha, sieh an! Das IKRK unterliegt Einschränkungen, während die oben genannten Organisationen absolute Handlungsfreiheit besitzen. Warum wohl? Artikel 144. Die hohen Vertragsparteien verpflichten sich, in Friedens- und in Kriegszeiten den Wortlaut des vorliegenden Abkommens in ihren Ländern im weitestmöglichen Ausmaß zu verbreiten und insbesondere sein Studium in die militärischen und wenn möglich zivilen Ausbildungsprogramme aufzunehmen, damit die Gesamtheit der Bevölkerung seine Grundsätze kennenlernen kann. Die zivilen, militärischen, polizeilichen oder anderen Behörden, die in Kriegszeiten eine Verantwortung in Bezug auf geschützte Personen übernehmen, müssen den Wortlaut des Abkommens besitzen und über dessen Bestimmung besonders unterrichtet werden. So, liebe Bediensteten, jetzt seid ihr gefragt. Besitzt ihr einen Ausdruck der Genfer Abkommen? Und ist euch der Inhalt bekannt? Wenn nein, fragt euch doch mal bitte selbst, weshalb euch dieses Wissen vorenthalten wird. Und das, obwohl sich die BRID verpflichtet hat, die Genfer Abkommen zu befolgen. Um es krass zu sagen, eure Vorgesetzten interessieren sich einen Scheiß für euch. Ihr seid die Handlanger, die die Besatzung am Laufen halten. Ihr verkauft euren Körper und eure Seele, um eure eigenen Landsleute auszuplündern, zu unterdrücken und im Zweifelsfall zusammenzuschlagen oder gar zu ermorden. Schaut bitte hin und wacht auf. Fragt eure Vorgesetzten nach diesem Abkommen und lasst euch erklären, warum ihr nicht aufgeklärt werdet und vor allem hört mit diesem Terror gegen die Menschen auf. Solltet ihr weitermachen, macht euch auch schon mal mit dem Artikel 146 vertraut. Die hohen Vertragsparteien verpflichten sich, alle notwendigen gesetzgeberischen Maßnahmen zur Festsetzung von angemessenen Strafbestimmungen für solche Personen zu treffen, die irgendeine der im folgenden Artikel umschriebenen schweren Verletzungen des vorliegenden Abkommens begehen oder zu einer solchen Verletzung den Befehl erteilen. Jede Vertragspartei ist zur Ermittlung der Person verpflichtet, die der Begehung oder der Erteilung eines Befehls zur Begehung der einen oder anderen dieser schweren Verletzungen beschuldigt sind und hat sie ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit vor ihre eigenen Gerichte zu ziehen. Wenn sie es vorzieht, kann sie sie auch gemäß den ihrer eigenen Gesetzgebung vorgesehenen Bedingungen zur Aburteilung einer anderen an der Verfolgung interessierten Vertragspartei übergeben, sofern diese gegen die erwähnten Personen ausreichende Beschuldigungen nachgewiesen hat. Jede Vertragspartei soll die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um auch diejenigen zu Widerhandlungen gegen die Bestimmung des vorliegenden Abkommens zu unterbinden, die nicht zu den im folgenden Artikel umschriebenen schweren Verletzungen zählt. Alles klar? Es ist höchste Zeit, das Ruder herumzureißen und wieder menschlich zu agieren. Noch ist es nicht zu spät, sich wieder dem Menschen zuzuwenden. Doch das Spiel ist aus. Und die sich immer noch an die Menschen vergreifenden Übeltäter werden eines Tages vor Gericht stehen und ihre gerechte Strafe bekommen. Erkenne dich selbst als Mensch und du wirst von den Menschen als ihresgleichen erkannt werden. Artikel 147. Als schwere Verletzung
wie sie im vorhergehenden Artikel erwähnt sind, gelten jene, die die eine oder andere der folgenden Handlungen umfassen, sofern sie gegen Personen oder Güter begangen werden, die durch das vorliegende Abkommen geschützt sind. Vorsätzlicher Mord, Folterung oder unmenschliche Behandlung, einschließlich biologischer Experimente, vorsätzliche Verursachung großer Leiden oder schwere Beeinträchtigung der körperlichen Integrität der Gesundheit, ungesetzliche Deportation oder Versetzung, ungesetzliche Gefangenhaltung, Nötigung einer geschützten Person zur Dienstleistung in den bewaffneten Kräften der feindlichen Macht oder Entzug ihres Anrechts auf ein ordentliches und unparteiisches, den Vorschriften des vorliegenden Abkommens entsprechendes Gerichtsverfahren, das Nehmen von Geiseln sowie Zerstörung und Aneignung von Gut, die nicht durch militärische Erfordernisse gerechtfertigt sind und im großen Ausmaß auf unerlaubte und willkürliche Weise vorgenommen werden. Na, liebe Richter, Staatsanwälte, Vollstreckungsbeamte, Gerichtsvollzieher, Polizisten etc., findet ihr euch hier wieder? Die Luft wird dünn, denkt bitte nach. Artikel 148. Eine hohe Vertragspartei kann weder sich selbst noch eine andere Vertragspartei von den Verantwortlichkeiten befreien, die ihr selbst oder einer anderen Vertragspartei aufgrund der im vorliegenden Artikel erwähnten Verletzungen zufallen. Und niemand wird euch eure Schuld abnehmen. Artikel 149. Auf Begehren einer am Konflikt beteiligten Partei soll gemäß einem zwischen den beteiligten Parteien festzusetzenden Verfahren eine Untersuchung eingeleitet werden über jede behauptete Verletzung des Abkommens. Kann über das Untersuchungsverfahren keine Übereinstimmung erzielt werden, so sollen sich die Parteien über die Wahl eines Schiedsrichters einigen, der über das zu befolgende Verfahren zu entscheiden hat. Sobald die Verletzung festgestellt ist, sollen ihr die am Konflikt beteiligten Parteien ein Ende setzen und sie so rasch als möglich ahnden. Und genau diese Einrichtung hat ihre Arbeit aufgenommen. Das IZMR, das Internationale Zentrum für Menschenrecht. Ja, ich weiß, es gibt viele Gerichte und Einrichtungen, die sich so ähnlich nennen und sich als Windeier oder untätige Organisationen entpuppt haben. Deshalb rate ich jedem, sich selbst über diese Einrichtung zu informieren. Ich habe genau das getan und möchte euch hier mein Ergebnis präsentieren. Dazu sollten wir uns erst einmal ansehen, was dieses IZMR wirklich ist. Fangen wir ganz vorne an, denn wer hier nachforscht und sich informiert, wird recht schnell auf den Namen Surmeli stoßen und feststellen müssen, dass sowohl der IZMR als auch die Person Surmeli äußerst kontrovers diskutiert werden. Ehrlich gesagt ging es mir nicht anders. Auf meiner endlosen Suche nach Informationen stieß ich schon vor langer Zeit auf Surmelis YouTube-Videos und dachte, gelinde gesagt, wo ist der denn entlaufen? Wie geht der denn mit Menschen um? Und vor allem, was erzählt er da für wirres Zeug? Die Art und Weise empfand ich als äußerst abschreckend und so wurde damals mein Interesse alles andere als geweckt. Inzwischen hat sich das geändert. Sonst wäre es auch nie zu diesem Video gekommen, denn die Fakten sprechen für sich. Heute bin ich für seine Arbeit sehr dankbar. Ja, mehr noch, ich weiß, warum er seit über 30 Jahren dieser Berufung nachgeht, was das wirklich bedeutet und wie dieser Weg ein echter Ausweg sein kann. Und eines noch vorweg, die Person Surmeli hat den Weg aufgedeckt und geebnet. Jetzt sind wir alle gefragt, denn auch die Person Surmeli ist nur eine Fiktion. Dahinter steckt ein Mensch, der Menschheit ein riesiges Geschenk vorbereitet hat. Auspacken müssen wir aber gemeinsam. Eine kleine Bitte meinerseits an alle, die mit der Person Surmeli auf Kriegsfuß stehen. Raucht bitte jetzt die Friedenspfeife und schaut euch das Video bis zum Schluss an. Probiert bitte das Wissen und die Fakten nachzuvollziehen und schaut nach, ob ihr mit diesem Weg konform gehen könnt. Das IZMR ist nicht Surmeli. Er hat nur die Gründung möglich gemacht. Und ja, ich weiß, systemkonform, aber genau so musste es sein. Und hier komme dann auch ich ins Spiel. Denn genau so, wie mich Surmelis Video abgeschreckt haben, wird es auch viele andere geben, denen es ebenso geht. Ich selbst war einige Tage im Büro des IZMR, bekam in alles Einblick und konnte meine Fragen stellen. Mir fiel auf, dass Selim, das ist der Mensch hinter Surmeli, ein unglaubliches Wissen angesammelt hat. Er es aber nicht so einfach weitergeben kann.
Die Informationen sprudelten nur so aus ihm heraus, aber leider völlig ungeordnet und mit vielen Fremdwörtern gemischt, die natürlich auch erst einmal definiert und begriffen werden müssen. Und so war auch ich schnell überfordert, machte mir aber Notizen und forschte selbst nach. Mit dem Ergebnis, wow, das muss an die Öffentlichkeit. Und so gab ich Selim mein Wort, sein Wissen in Form meiner Videos aufzuarbeiten und zu probieren, es einer möglichst breit gefächerten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ich würde sagen, wir machen nochmal eine Pause und danach erkläre ich euch, was das IZMR ist und warum es nach Systemregeln gegründet wurde. So, Endspurt. Und trotzdem muss ich wieder einmal etwas ausholen und Begriffe definieren, damit nicht gleich wieder viele die Augen verdrehen, wenn ich zum nächsten Thema komme. Wie ich schon sagte, wird das Thema IZMR recht kontrovers im Netz diskutiert. Auf einigen einschlägigen Diffamierungsseiten ist dann auch die Rede davon, dass der IZMR eine Sekte sei. Na dann beleuchten wir das doch mal genauer. Die Sekte. Erstens, veraltend. Kleine Glaubensgemeinschaft, die sich von einer größeren Religionsgemeinschaft einer Kirche abgespalten hat, weil sie andere Positionen als die ursprüngliche Gemeinschaft betont, hervorhebt. Aha, das ist aber veraltend? Also weiter. Zweitens, meist abwertend. Kleinere Gemeinschaft, die in meist radikaler, einseitiger Weise bestimmte Ideologien oder religionsähnliche Grundsätze vertritt, die nicht den ethischen Grundwerten der Gesellschaft entsprechen. Abwertend. Also mal wieder eine typische Diffamierung, ohne sich über Hintergründe zu informieren. Das sieht man schon am Begriff radikal. Sucht man danach bei Wikipedia, erfährt man, dass radikal von lateinisch radix Abstand und Wurzel oder Ursprung bedeutet. Ist es also schlecht, wenn man radikal denkt und handelt, also an die Wurzel oder Ursprung geht? Und dann entdeckte ich diese Zeile hier. In der Semitistik einen der Konsonanten der Wurzel eines Wortes, siehe radikal, semitische Sprachen. Wenn radikal also etwas Schlechtes ist und ich es nicht sein darf, dann bin ich doch in diesem Fall Antisemit, oder? Ich bin verwirrt. Zurück zum Duden. Bei den Synonymen zum Wort Sekte finden wir unter anderem Glaubensgemeinschaft, Religionsgemeinschaft, religiöse Gruppe. Das wirft Rätsel und Fragen auf. Synonym bedeutet doch größtenteils gleichbedeutend. Also wären Glaubens- und Religionsgemeinschaften alle Sekten? Da möchte ich noch mehr drüber wissen. Fragen wir doch mal wieder Wikipedia. Sekte. Von lateinisch secta, Partei, Lehre, Schulrichtung. Ist eine Bezeichnung für eine religiöse, philosophische oder politische Richtung und ihre Anhängerschaft. Die Bezeichnung bezieht sich auf Gruppierungen, die sich durch ihre Lehre oder ihren Ritus von vorherrschenden Überzeugungen unterscheiden und oft im Konflikt mit ihnen stehen. In erster Linie steht Sekte für eine von der Mutterreligion abgespaltene religiöse Gemeinschaft. Der ursprünglich wertneutrale Ausdruck hat aufgrund seiner Geschichte und Prägung durch den kirchlichen Sprachgebrauch einen meist abwertenden Charakter erhalten und wird seit den 1960er Jahren verstärkt im negativen Sinn verwendet. In der modernen Religionswissenschaft und Soziologie werden statt des Begriffs Sekte neutrale, nicht wertende Bezeichnungen wie religiöse Sondergemeinschaft, neureligiöse Gemeinschaft oder neue religiöse Bewegung verwendet. Aha, frei übersetzt, was der Kirche nicht passt, wird diffamiert. Immer die gleichen und die gleiche Leier. Na Vicky, was ist denn Kirche? Kirche, Organisation. Kirche ist eine soziale Organisationsform von Religion. Der Begriff wurde durch keltische Christen von Britannien aus nach Mitteleuropa gebracht oder während der konstantinischen Epoche im Christentum der römischen Kolonialstädte Metz, Trier, Köln aufgenommen. Er findet seither überwiegend Anwendung auf Religionsgemeinschaften einer christlichen Konfession. Die Ekklesia, die Glaubensgemeinschaft der Christen, ist in verschiedenen Kirchen organisiert. So, eine Sekte. Soll das heißen, dass die christlichen Kirchen abtrünnig wurden oder immer noch sind, da sie sich durch ihre Lehre oder ihren Ritus von den vorherrschenden Überzeugungen unterscheiden und eventuell mit ihnen sogar im Konflikt stehen?
Und was ist der Unterschied zwischen einer Religions- und einer Glaubensgemeinschaft? Fangen wir mit den Glaubensgemeinschaften an. Eine Glaubensgemeinschaft ist eine Organisation, die die gemeinschaftliche Ausübung einer Religion bezweckt. Die Mitgliedschaft in einer Glaubensgemeinschaft wird als Religionszugehörigkeit bezeichnet. Die meisten christlichen Glaubensgemeinschaften werden als Kirche bezeichnet. Kirchen, denen große Teile der Bevölkerung eines Landes angehören, werden auch Volkskirchen genannt. Daneben gibt es Freikirchen. Die größte christliche Glaubensgemeinschaft ist die römisch-katholische Kirche. Sie war in vielen Ländern bzw. Staaten Staatskirche oder hatte einen ähnlichen Status. Die am schnellsten wachsende Gemeinde der letzten 100 Jahre ist die Pfingstbewegung. Oha! Die römisch-katholische Kirche ist eine Sekte! Weiß das der Papst? Und vor allem seine Schäfchen? Zerlegen wir doch mal das Wort. Glaubensgemeinschaft ist eine Gemeinschaft, die etwas glaubt. Das Wort Glaube, auch Glauben, indogermanisch, begehren, liebhaben, für lieb erklären, gutheißen, loben, bezeichnet hier eine Grundhaltung des Vertrauens, vor allem im Kontext religiöser Überzeugungen. Während der ähnliche Begriff Religiosität, die Ehrfurcht vor der Ordnung und Vielfalt in der Welt und die allgemeine Empfindung einer transzendenten, nicht erklär- oder beweisbaren Wirklichkeit meint, beinhaltet Glaube das Überzeugtsein von der Lehre einer konkreten Religion oder Philosophie. Wortbedeutung. Das deutsche Wort Glaube wird in dem hier behandelten Sinn verwendet als Übersetzung des griechischen Substantiv Pistis mit der Grundbedeutung Treue, Vertrauen. Das zugehörige Verb lautet, welche Sprache ist das denn bitte? Okay, übersetzt treu sein, Vertrauen. Ursprünglich gemeint war also, ich verlasse mich auf, ich binde meine Existenz an, ich bin treu zu. Das Wort zielt demnach auf Vertrauen, Gehorsam, vergleiche Gelöbnis, Verlöbnis, Treue. Wenn ich das richtig begreife, bedeutet Glaube von etwas überzeugt zu sein und diesem Gefühl treu zu folgen. Die Art und Weise, diese Treue auszuleben, wäre dann die Religion. Gibt es einen Unterschied zwischen Glaube und Glauben? Unter Glauben versteht man zumeist eine Wahrscheinlichkeitsvermutung. Glauben in diesem Sinne bedeutet, dass ein Sachverhalt hypothetisch für wahr gehalten wird. Darin unterscheidet sich Glauben einerseits vom religiösen Glauben, der stets auf dem Willen zum Glauben beruht und die absolute Wahrheit des Glaubensinhalts, zum Beispiel der Existenz Gottes, unterstellt. Andererseits unterscheidet sich Glauben von Wissen, das als wahre und gerechtfertigte Meinung verstanden werden kann. Glauben im alltäglichen Sprachgebrauch ist also eine Vermutung oder Hypothese, welche die Wahrheit des vermuteten Sachverhalts zwar annimmt, aber zugleich die Möglichkeit einer Widerlegung offen lässt, wenn sich die Vermutung durch Tatsachen oder neue Erkenntnisse als ungerechtfertigt herausstellt. Das Wort Glauben kann jedoch in unterschiedlichen Zusammenhängen unterschiedlich verwendet werden, etwa in Bezug auf Personen, in der Bedeutung von jemandem vertrauen oder auch in juristischen Kontexten. Okay, Glauben ist nicht Wissen, logisch. Wenn ich etwas weiß, weil ich es selbst gesehen oder erlebt habe, muss ich nicht glauben. Aber dann sind wir ja permanent umgeben bzw. selbstständig in Glaubensgemeinschaften. Es gibt Personen, die an Nachrichten aus dem Fernseher glauben, obwohl sie das Nachgerichtete nicht mit eigenen Augen gesehen haben. Und was ist mit Dingen, die man uns in der Schule erzählte? Und dann die ganzen Etatisten. Alles voller Glaubensgemeinschaften, also Sekten. Entweder sollten wir an der Wortbedeutung etwas ändern, oder jeder sollte ab sofort ein wenig die Klappe halten, wenn es um Diffamierung geht. So, und jetzt noch einmal der letzte Satz. Ursprünglich gemeint war also, ich verlasse mich auf, ich binde meine Existenz an, ich bin treu zu. Ich glaube, Personen kann man nur vertrauen, Menschen jedoch trauen. Naja. Und dann werden wir auch noch auf die Juristen hingewiesen. Glaube, Artikel 4 Absatz 1 Grundgesetz, ist im Verfassungsrecht die Gesamtheit der Überzeugung des Einzelnen von der Stellung des Menschen in der Welt und seiner Beziehung zu höheren Mächten und tieferen Seinsschichten. Im Privatrecht ist der öffentliche Glaube der Schutz, den der genießt, der sich auf die Richtigkeit bestimmter öffentlicher Urkunden verlässt. Zum Beispiel Grundbuch, Paragraphen 892, 893 BGB.
Erbschein, Paragraf 2366 BGB. Der auf die öffentliche Urkunde vertrauende Erwerber erwirbt, Kraft gesetzlicher Bestimmung, ein Recht auch dann, wenn die öffentliche Urkunde in Widerspruch zur wahren Rechtslage steht. Der wahre Berechtigte erleidet Kraft Gesetzes einen entsprechenden Rechtsverlust. Erforderlich ist allerdings guter Glaube des Erwerbers. Dies bedeutet hier, dass der Erwerber nicht, in Klammern positiv, wissen darf, dass zum Beispiel das Grundbuch unrichtig ist. Beim Erwerb des Eigentums an beweglichen Sachen vom Nichtberechtigten, § 932 BGB, ist der Erwerber nicht in gutem Glauben, wenn ihm bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt ist, dass die Sache nicht dem Veräußerer gehört. Bei der Ersitzung, § 937 BGB, fehlt der gute Glaube, wenn der Besitzer im Zeitpunkt des Besitzerwerbs weiß oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht weiß, dass er nicht Eigentümer wird. Kommt, Leute, wer jetzt nicht aus allen Wolken fällt, dem kann ich leider auch nicht mehr helfen. Das, was die Juristen hier ausdrücken, bedeutet nichts anderes als: Leute, glaubt, was das Zeug hält, dann ist alles richtig, was ihr macht. Weshalb antworten die Bediensteten nicht auf eure Fragen und wollen erst recht nicht mit euch reden? Weil sie dann durch eure Beweise wüssten, nicht mehr glaubten. Und somit ihren Job nicht mehr ausüben könnten. Sie müssen glauben. Auch, dass sie Beamte sind. Juristen sind somit eine Glaubensgemeinschaft. Eine Sekte. Gut, gut, machen wir erst einmal mit Religion weiter. Vicky, bitte! Religion ist ein Sammelbegriff für eine Vielzahl unterschiedlicher Weltanschauungen, deren Grundlage der jeweilige Glaube an bestimmte transzendente, überirdische, übernatürliche, übersinnliche Kräfte und damit verbundene heilige Objekte ist, die nicht im Sinne der Wissenschaftstheorie bewiesen werden können, sondern nur im Wege individueller, intuitiver Erfahrung. Wunderbar! Religionen sind Weltanschauungen. Deren Grundlage ist der Glaube. Dieser kann nicht bewiesen werden, beruht aber auf intuitiver Erfahrung. Höre auf dein Bauchgefühl und glaube daran. Das ist deine Weltanschauung, deine Religion. Im Gegensatz zu den philosophischen Weltanschauungen, die ebenfalls auf Glaubenssätze basieren, bezeichnet Religion soziale und kulturelle Phänomene, die menschliches Verhalten, Handeln, Denken und Fühlen prägen und Wertvorstellungen normativ beeinflussen. In diesem Zusammenhang kann Religion eine Reihe von ökonomischen, politischen und psychologischen Funktionen erfüllen. Diese weitreichenden gesellschaftlichen Verflechtungen bergen zwangsläufig ein großes Risiko der Bildung religiöser Ideologien. Jep, wie in den Kirchen und der daraus resultierenden Staatenbildung deutlich zu sehen ist. Aber genau deshalb erkennt das System Glaubens-, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften an. Ja, mehr noch, es schützt sie. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Und jetzt kommen die Juristen. Religion ist allgemein das Ergriffenwerden vom Göttlichen. Nach Artikel 4 Absatz 2 Grundgesetz ist die ungestörte Religionsausübung grundgesetzlich gewährleistet. Die Störung der Religionsausübung, Artikel 167 StGB, ist neben einigen anderen sich auf Religion und Weltanschauung beziehenden Straftaten mit Strafe bedroht. Hoppala, das ist ja heftig, aber logisch, das System schützt sich selbst. Denn es besteht doch nur durch Glauben. Und deshalb darf daran nicht gerüttelt werden. Aber es darf kopiert werden. Und wenn man sich den Paragraphen 167 StGB ansieht, wird sofort ersichtlich, warum eine dem Menschen helfende Organisation als Religionsgesellschaft oder Weltanschauungsvereinigung im System gegründet werden sollte. Störung der Religionsausübung. Absatz 1. Wer? Erstens, den Gottesdienst oder eine gottesdienstliche Handlung einer im Inland bestehenden Kirche oder anderen Religionsgesellschaft absichtlich und in grober Weise stört oder, zweitens, an einem Ort, der dem Gottesdienst einer solchen Religionsgesellschaft gewidmet ist, beschimpfenden Unfug verübt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Absatz 2. Dem Gottesdienst stehen entsprechende Feiern einer im Inland bestehenden Weltanschauungsvereinigung gleich. Alles klar? Wenn nicht, hier noch die Juristen zur Religionsgesellschaft. Religionsgesellschaft, Artikel 140 Grundgesetz.
Artikel 137 Weimarer Reichsverfassung, ist die Vereinigung von Angehörigen derselben oder mehrerer verwandter Glaubensbekenntnisse zu gemeinsamer Ausübung der Religion. Die Verfassung gewährleistet die Freiheit der Bildung von Religionsgesellschaften sowie deren Selbstverwaltungsrecht. Religionsgesellschaften können Körperschaften des öffentlichen Rechtes sein. Als solche können sie nach Landesrecht Steuern, Kirchensteuer, erheben. Voraussetzung für die Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechtes ist die Bereitschaft zur Wahrung des Rechtes. Als Religionsgemeinschaft hat das Bundesverwaltungsgericht Deutschlands der Islamischen Föderation das Recht zugesprochen, in Berlin an öffentlichen Schulen Religionsunterricht zu erteilen. Artikel 140 Grundgesetz und Artikel 137 Weimarer Reichsverfassung? Was ist denn da schon wieder los? Keine Sorge, dieses Thema schneide ich nicht auch noch an. Ihr sollt ja auch noch was zu erforschen haben. Aber was steht denn in diesem Artikel? Artikel 140 Grundgesetz. Die Bestimmungen der Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der deutschen Verfassung vom 11. August 1919 sind Bestandteil dieses Grundgesetzes. Aha. Artikel 137 Weimarer Reichsverfassung. Absatz 1. Es besteht keine Staatskirche. Absatz 2. Die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgesellschaften wird gewährleistet. Der Zusammenschluss von Religionsgesellschaften innerhalb des Reichsgebiets unterliegt keinen Beschränkungen. Absatz 3. Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbstständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Sie verleiht ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde. Absatz 4. Religionsgesellschaften erwerben die Rechtsfähigkeit nach den allgemeinen Vorschriften des bürgerlichen Rechtes. Absatz 5. Die Religionsgesellschaften bleiben Körperschaften des öffentlichen Rechtes, soweit sie solche bisher waren. Anderen Religionsgesellschaften sind auf ihren Antrag gleiche Rechte zu gewähren, wenn sie durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten. Schließen sich mehrere derartige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften zu einem Verbande zusammen, so ist auch dieser Verband eine öffentlich-rechtliche Körperschaft. Absatz 6. Die Religionsgesellschaften, welche Körperschaften des öffentlichen Rechtes sind, sind berechtigt, aufgrund der bürgerlichen Steuerlisten nach Maßgabe der landesrechtlichen Bestimmung Steuern zu erheben. Absatz 7. Den Religionsgesellschaften werden die Vereinigungen gleichgestellt, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Weltanschauung zur Aufgabe machen. Absatz 8. Soweit die Durchführung dieser Bestimmung eine weitere Regelung erfordert, liegt diese der Landesgesetzgebung ob. So, wer jetzt hektische Flecken im Gesicht hat, nachdem er das Wort Reichsgebiet als Geltungsbereich im Grundgesetz entdeckt hat, sollte schleunigst seine Hausaufgaben machen. Erinnern wir uns. Wenn Völkerrecht auf Staatsangehörige angewendet werden soll, muss es in innerstaatliches Recht transformiert werden. Welche Möglichkeiten hat dann wohl eine Weltanschauungsgemeinschaft, die nach Völkerrecht agiert und in der innerstaatlichen Struktur durch Gründung in dieser Akzeptanz findet? Erkennt ihr die Zusammenhänge schon? Genau das ist nämlich das IZMR, das Internationale Zentrum für Menschenrecht. Und dieses IZMR beginnt gerade die Umsetzung ihrer Weltanschauung, zu der ich jetzt kommen möchte. Dazu ist es wichtig, den Unterschied zwischen Glaube und Religion noch einmal ganz deutlich aufzuzeigen. Der Glaube ist die Ordnung, auf der die Religionen aufbauen. Nehmen wir ein Fußballspiel zur Anschauung. Der Fußballplatz, die Spielregeln, der Schiedsrichter und die Spieler sind die Ordnung. Der Glaube an das Fußballspiel. Jetzt kommen die Religionen ins Spiel, die Mannschaften. Jede Mannschaft sieht anders aus, kommt aus einer anderen Region und hat unterschiedliche Strategien, weit nach oben in der Ordnung zu streben. Fehlen noch die Religionsgesellschaften. Das seid ihr. Jeder glaubt an seine Mannschaft. Natürlich nur, wenn er überhaupt gläubig ist. Da gibt es dann die unterschiedlichsten Charaktere. Die Gemäßigten, die sich freuen, wenn ihre Mannschaft gewinnt, oder die vielleicht sogar mit den sogenannten Gegnern feiern, sollten diese gewonnen haben. Und es gibt die Fanatiker, die vielleicht sogar nur zur dritten Halbzeit zum Spiel gehen. Alle glauben irgendwie an das Fußballspiel, aber die einzelnen Religionen sehen komplett unterschiedlich aus
obwohl sie alle das gleiche Ziel haben. Genauso ist es im weltanschaulichen Bereich. Und hier haben alle Religionen irgendwo das gleiche Ziel oder die gleiche Quelle, den gleichen Ursprung. Wenn man den findet, sollte man doch alle Gläubigen abholen können, ohne dass sie sich unterdrückt fühlen oder aufgehetzt werden. Suchen wir also Gemeinsamkeiten in den Religionen. Ich begann meine Suche und entdeckte viele Ausführungen über die Entstehung des Universums, der Universen, der Erde, des Menschen, der Tiere und so weiter und musste feststellen, dass fast alle Religionen eine Begebenheit zumindest kannten, die Sintflut. Für alle, die nicht genau wissen, was es damit auf sich hat, hier der Wikipedia-Auszug. Die Sintflut wird in den mythologischen Erzählungen verschiedener antiker Kulturen als eine göttlich veranlasste Flutkatastrophe beschrieben, die die Vernichtung der Menschheit und der Landtiere zum Ziel hatte. Als Gründe für die Sintflut nennen die historischen Quellen zumeist Verfehlungen der Menschheit. Die bekanntesten Berichte sind im ersten Buch Mose der Bibel, im Gilgamesch-Epos und im Atrahasis-Epos überliefert. In frühchristlichen Schriften und im Koran wird ebenfalls auf die Geschichte Bezug genommen bzw. davon erzählt. Christen und Moslems sollten also schon mal mit dieser Geschichte vertraut sein. Sintflutsagen in anderen Kulturkreisen. Hier folgen dann unter anderem die Griechen, die Inder, die Chinesen, Indianer und Afrikaner. Hier verfasste im 7. Jahrhundert ein Syrer eine Legende über dieses Thema, die sich als russische Übersetzung bis nach Sibirien verbreitete. Besonders möchte ich den Abschnitt über das Judentum hervorheben. Nicht wegen der Herkunft, sondern wegen des Inhalts. Fragt euch selbst mal, ob sich hier ein Déjà-vu erkennen lässt. Das Judentum hat auf die Frage, warum ein allwissender und gütiger Gott es überhaupt zur Sintflut kommen lassen konnte, unter anderem im Rashi-Kommentar die Antwort gegeben, dass die harte Strafe Gottes wegen des Umfangs der menschlichen Verbrechen und der Bosheit der vorsintflutlichen Geschlechter notwendig wurde. Es kam demnach zum Brudermord sowie zu massiver Gewalt zwischen den Menschen, insbesondere gegenüber Frauen, sodass das Recht des Stärkeren herrschte. Zum Beleg dient unter anderem eine Textstelle aus dem ersten Buch Mose, in dem es heißt, sie nahmen sich zu Weibern, welche sie nur wollten. Das Urteil Gottes lautete daher, alles Trachten ihres Herzens war die ganze Zeit nur böse, und die Erde war voller Gewalttat, womit im konkreten Fall besonders schändliche Gewalt, wie etwa Raub, bezeichnet wurde. Die Reaktion Gottes versteht das Judentum daher als Antwort auf die so bezeichneten Gräuel. Das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen. Gewalttätiges Verbrechertum, Raub und Vergewaltigung sind, folgt man der Sintflutgeschichte, in theologischer Hinsicht die größte Sünde. In den Worten des Rabbi Yochanan findet diese Ansicht ihren Ausdruck. Kommt und seht, wie schrecklich ist die Macht der Gewalt. Denn seht, die Generation der Flut beging jede denkbare Sünde, aber ihr Schicksal wurde erst besiegelt, als sie ihre Hände zum Raub ausstreckten. Wie es heißt, denn voll ist die Erde durch Gewalttat, durch sie, und ich will sie verderben mit der Erde. Der Midrasch betrachtet es als korrumpierende Natur der Gewalt, die fähig ist, das Gute im Menschen zu demoralisieren, und die als unüberwindbare Barriere zwischen dem Menschen und seinem Schöpfer steht. Die Frage, warum Gott den Tod der Sünder wünscht und nicht deren Umkehr, wird also durch die unrettbar durch Gewalt korrumpierte Menschheit begründet. Nur mit einem neuen, aus einem gerechten, hervorgegangenen Menschengeschlecht war demnach ein Neuanfang möglich. Wenn diese Geschichte wahr ist, dann wird es wohl in sehr kurzer Zeit erneut rumpeln. Hier sollten sich gerade die Christen gut auskennen. Im Neuen Testament dient die Sintflut im Lukasevangelium und in der entsprechenden Parallelstelle im Evangelium nach Matthäus als Gleichnis für das Kommen des Menschensohns, das als plötzlich und unerwartet prophezeit wird. Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird auch geschehen in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie freiten und ließen sich freien bis auf den Tag, da Noah in die Arche ging. Und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Hier ist dann auch von Noah die Rede. Und wir stecken voll in der Genesis. Ich möchte euch jetzt nicht auch noch dieses Thema komplett aufbügeln, nur so viel. Wer sich die Genesis durchliest, wird von der Schöpfungsgeschichte allen Seins erfahren. Und dass die Menschheit sich, damals wie heute, komplett daneben benommen hat. In der Genesis ist von Gott die Rede.
Deshalb bleibe ich jetzt für ein paar Sätze bei diesem Begriff. Gott wollte also den Reset-Knopf drücken, gab aber Noah die Chance, seine Familie und je zwei Tiere jeder Gattung auf einem Schiff, das er eigenhändig bauen sollte, zu retten. So geschehen gab er Noah nach der Sintflut 7 Gebote, die heute als die noachidischen Gebote bekannt sind, mit auf den Weg. Diese noachidischen Gebote sind die Grundlage des Bundes zwischen Gott, Noah, seiner Familie und all ihrer Nachfahren. Diese 7 Gebote lauten: Verbot von Mord, Verbot von Diebstahl, Verbot von Götzenanbetung, Verbot von Ehebruch, Verbot der Brutalität gegen Tiere, Verbot von Gotteslästerung, Einführung von Gerichten als Ausdruck der Wahrung des Rechtsprinzips. An dieser Stelle höre ich es schon. Ich habe mit den jüdischen Glauben nichts am Hut. Sicherlich ist es richtig, dass die Quellenangabe bei Wikipedia vom jüdischen Glauben ausgeht und auch nur dort die Verbote explizit genannt werden. Aber die Genesis gibt es beispielsweise auch in der Bibel. Und in diesem Text werden die Verbote umschrieben. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut wird durch Menschen vergossen. Denn als Abbild Gottes hat er den Menschen gemacht. Diese Gebote sind einfach nur eine Zusammenfassung und aus meiner Sicht deutlich sinnvoller als die 10 Gebote Moses. Huch, was steht hier? Sie haben im Judentum wie im Christentum zentralen Rang. Ob der jüdische und der christliche Glaube doch gar nicht so weit auseinander liegen? Wie sehen denn diese 10 Gebote aus? Hier sind sie. Und jetzt habe ich eine kleine, bescheidene Frage an dich. Und ich meine das wirklich ernst. Kannst du mir das Wort nichts erklären? Was ist nichts oder auch nicht, denn ganz genau? Wenn wir Menschen also nach Gottes Ebenbild gemacht wurden und wir keine Definition für das Wort nichts finden, wie soll dann das Geschöpfte, sprich das All, es, das Wort nichts kennen und begreifen? Nichts existiert in der Schöpfung nicht. Was bleibt von den 10 Geboten übrig? Du sollst töten, du sollst Ehe brechen, du sollst stehlen und so weiter. Welcher Gott hat den Menschen wohl diese Gebote mit auf den Weg gegeben? Was lobe ich mir da die 6 Ver und das eine noachidische Gebot? Und genau dieses letzte Gebot erklärt die Art und Weise, wie und warum der Gerichtshof der Menschen gegründet wurde. Alles im Rahmen einer Weltanschauungsgemeinde im Völkerrecht und dadurch vom Staat getrennt, aber dem Staatsrecht übergeordnet, durch die Einhaltung der 7 noachidischen Gebote Gottes im heiligen Auftrag in der Fiktion Welt auf der Erde tätig. Kurz gesagt, um zu zeigen, dass wir Menschen nicht noch einmal so dämlich sind, dass erneut der Reset-Knopf getätigt werden muss. Wie schon erwähnt, findet ihr diese Gebote umschrieben direkt in der Genesis. Jetzt kann ich nur für mich sprechen, aber wenn ich mir diese Weltanschauung genauer ansehe, dann müssten wir bei deren Einhaltung in einer ziemlich paradiesischen Welt auf der Erde leben. Und vor allem würde uns nicht bald schon wieder das Wasser bis zum Hals und darüber stehen, sollte die Geschichte wahr sein. Wer kann das schon beweisen? Auf jeden Fall könnte ich mich solch einer Weltanschauungsgemeinschaft zum Wohle aller Menschen anschließen. Tja, und genau so eine Weltanschauungsgemeinschaft ist das IZMR. Und das Schöne daran, es agiert im Völkerrecht und wird durch Anerkennung vom System akzeptiert, da es sich um eine öffentliche Körperschaft des originären Völkerrechts handelt. Anders als von den Staatsbediensteten bekannt, könnt ihr direkt beim IZMR die Gründungsurkunde anfordern. Wer möchte, kann sich auch im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek alle wichtigen Informationen über den Gerichtshof der Menschen im Naturrecht ansehen. Dieser wurde durch das IZMR gegründet. Lest euch diese Schreiben bitte selbst durch und macht euch eigene Gedanken dazu. Wie gesagt, ich kann kein Bewusstsein schaffen, aber ich kann meine Entdeckung und Erkenntnisse mit euch teilen. Was ihr daraus macht, bleibt euch überlassen. So, jetzt noch schnell zum Thema Körperschaft. Der Körperschaftsstatus soll eine effektive Form der gemeinsamen Religionsausübung bieten und dient damit der Verwirklichung der Religionsfreiheit. Zudem zeigt er, dass die Verfassung die Religionspflege für eine öffentliche Aufgabe hält. Er macht die Religionsgemeinschaften dagegen nicht zu einem Teil des Staates, was sich aus Artikel 140 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 137 Absatz 1 Weimarer Reichsverfassung ergibt. Der sogenannte Körperschaftsstatus nach Artikel 140 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 137 Absatz 5 Weimarer Reichsverfassung
schafft eine mitgliedschaftlich organisierte, vom Wechsel ihrer Mitglieder unabhängige juristische Person, Körperschaft, deren Satzungsrecht und daher insbesondere die Organ- und Mitgliedschaftsverhältnisse dem öffentlichen Recht zugehören. In gewissen, in einzelnen umstrittenen Umfang können sie öffentlich-rechtlich handeln. Solche juristischen Personen sind umfassend rechtsfähig. Die Bezeichnung Körperschaftsstatus ist doppelt irreführend. Zunächst geht es nicht darum, dass die Religionsgemeinschaften Körperschaft würden. Körperschaft nämlich bedeutet nur, dass eine juristische Person mitgliedschaftlich organisiert ist. Das sind aber auch Religionsgemeinschaften, die als privatrechtlicher eingetragener Verein organisiert sind. Sie sind also auch ohne Körperschaftsstatus im hier gemeinten Sinne Körperschaften. Gemeint ist also nur der öffentlich-rechtliche Körperschaftsstatus. Zweitens sind auch die Religionsgemeinschaften, die den Körperschaftsstatus in diesem staatskirchenrechtlichen Sinne innehaben, keine Körperschaften des öffentlichen Rechts, wie staatliche Selbstverwaltungskörperschaften, Gemeinden, Landkreise, Kammern. Die Trennung von Staat und Kirche schließt es aus, dass Religionsgemeinschaften Teil der staatlichen Verwaltung sind. Die Verfassung verlangt ausdrücklich, dass solche Religionsgemeinschaften durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten. Verfassung ist dabei nicht im Sinne einer juristischen Ordnung, sprich Satzung, zu verstehen, sondern meint den gesamten Zustand der Religionsgemeinschaft, ihre Verfasstheit. Dabei kommt es weniger auf die Vergangenheit als auf eine tragfähige Prognose an. Durch diese Voraussetzung sollen kurzlebige Trendreligionen, deren Bedeutung schnell wieder schwindet, ausgeschieden werden. Über den Normtext hinaus verlangt das Bundesverfassungsgericht Rechtstreue der Religionsgemeinschaft als ungeschriebene Voraussetzung der Verleihung. Das umfasst die Achtung der Rechtsordnung, der von der Ewigkeitsgarantie umfassten Grundprinzipien der Verfassung und des geltenden freiheitlichen Staatskirchenrechts. Einzelne Rechtsverletzungen genügen angesichts der geforderten Mitgliederzahl nicht, um die Rechtstreue zu verneinen. Und eines möchte ich dazu sagen. Ich stehe vollumfänglich zur Rechtstreue, denn es gilt für Personen und zeigt ihnen deutlich, wie sie mit Menschen umzugehen haben. Kein Mensch kann also etwas gegen Rechtstreue haben. Keine Voraussetzung ist dagegen eine besondere Loyalität zum Staat. Es bleibt vielmehr der Religionsgemeinschaft überlassen, ob sie den Staat unterstützt, sich ihm gegenüber neutral oder aber kritisch verhält. Das Grundgesetz sehe eine Zusammenarbeit des Staates mit den Religionsgemeinschaften zum Teil ausdrücklich vor und lasse sie in weiteren Bereichen zu. Ob sie derartige Angebote annehmen oder Distanz zum Staat wahren möchten, bleibe aber ihrem religiösen Selbstverständnis überlassen. Dass das Grundgesetz Religionsunterricht und Anstaltsseelsorge im Grundsatz allen Religionsgemeinschaften zugänglich macht, zeige, dass es Vergünstigung und Mitwirkungschancen nicht schematisch danach zuweist, in welcher Rechtsform eine Religionsgemeinschaft organisiert ist. Einen Automatismus zwischen dem Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts und staatlichen Vergünstigungen, die nicht bereits mit diesem Status selbst gewährleistet sind, Privilegien, gebe es daher nicht. Folglich könne eine Staatstreue auch nicht Voraussetzung der Verleihung sein. Und lest es mal ganz genau. Die Religionsgemeinschaft kann sich aussuchen, ob sie den Staat unterstützt, während das Grundgesetz eine Zusammenarbeit mit den Religionsgemeinschaften ausdrücklich vorsieht. Bingo! Eine zwischenstaatliche Einrichtung, die nach Völkerrecht agiert, sich für die Menschen einsetzt und sogar vom Staat anerkannt wird. Danke, Selim, für diese großartige Vorarbeit. Aber ab jetzt sind wir alle gefragt. Entwickelt euer Bewusstsein zum Menschsein und lebt es allen vor. Solltet ihr damit Schwierigkeiten bekommen oder euch berufen fühlen, in die aktive Aufklärung zu gehen, dann schaut euch das IZMR einfach mal genauer an. Es ist gerade im Aufbau und jeder kann Teil der Wandlung werden. Aber bitte erst dann, wenn du alles geprüft hast und dir sicher bist. Das IZMR ist ein Werkzeug zur Selbsthilfe, keine weitere Vollbetreuungsorganisation. Viele haben nach einem Ausweg gefragt und um Hilfe gebeten. Schaut euch das IZMR an. Vielleicht seht ihr das Gleiche wie ich. Jetzt würde ich euch gerne in den Feierabend entlassen. Aber zwei Sachen möchte ich noch zum Besten geben. Erstens,
Fast das ganze Video über waren diese zwei Spalten hier eingeblendet, damit euer Unterbewusstsein sich den Unterschied einprägen konnte. Jetzt möchte ich noch einmal kurz auf die Grundrechte eingehen und euch zeigen, was Wikipedia dazu noch so zu sagen hat. Fangen wir mit der Grundrechtsfähigkeit an. Unter Grundrechtsfähigkeit versteht man die Fähigkeit, allgemein Träger von Grundrechten zu sein. Insoweit ist die Grundrechtsfähigkeit ein Spezialfall der Rechtsfähigkeit. Uneingeschränkt grundrechtsfähig sind alle natürlichen Personen. Das Rechtssubjekt, das grundrechtsfähig ist, oder speziell das Rechtssubjekt, das Träger eines bestimmten Grundrechts ist, wird als Grundrechtsträger bezeichnet. Soweit es sich um die Trägerschaft in Bezug auf ein bestimmtes Grundrecht handelt, also dessen persönlichen Schutzbereich, ist dagegen die Bezeichnung als Grundrechtsberechtigung oder Grundrechtsträgerschaft üblich. Nicht grundrechtsfähig sind Tote. Mangels Rechtfähigkeit können sie nicht Träger subjektiver Rechte sein. Das schließt aber nicht aus, dass objektiv rechtliche Schutzpflichten zu ihren Gunsten eingreifen. So hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass Tote zwar nicht mehr Träger eines Persönlichkeitsrechts sind, die Verpflichtung des Staates zum Schutz der Menschenwürde aber nicht mit dem Tod endet. Es bestehen also mit zunehmender Entfernung zum Todeszeitpunkt schwächer werdende Schutzpflichten, nicht aber korrespondierende Rechte. Ob der ungeborene Mensch Träger von Grundrechten sein kann, ist dagegen umstritten. Das Bundesverfassungsgericht hat lediglich entschieden, dass die Grundrechte in ihrem objektiven Gehalt als Schutzpflichten des Staates auch das ungeborene Leben schützen können. Inwieweit aber mit dieser Verpflichtung ein subjektives Recht des heranwachsenden Menschen korrespondiert, wurde offengelassen und wird demnach in der Literatur nicht einheitlich beurteilt. Nicht grundrechtsfähig ist der Staat im weitesten Sinne, also Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung, und zwar unabhängig davon, ob es sich um hierarchische Verwaltung handelt oder um rechtlich verselbstständigte Gemeinden, Landkreise, Kammern. Der Staat nämlich ist gerade Adressat der Grundrechte, also grundrechtsverpflichtet. Er hat die geschützten Freiräume der grundrechtsberechtigten Bürger zu achten. Könnte auch er sich auf Grundrechte berufen, würden sie dem Bürger keine Freiräume gewähren, sondern dem Staat neue Eingriffsmöglichkeiten eröffnen. Gleiches gilt für den Amtsträger in Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben. Auch dieser kann sich in seiner Eigenschaft als Vertreter der besonderen Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung im Sinne des Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz und als Grundrechteverpflichteter gemäß Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz gegenüber anderen Grundrechtsträgern nicht auf eigene Grundrechte berufen, da er, wie der Staat selbst, an die Grundrechte der Grundrechtsträger als unmittelbar geltendes Recht gebunden ist und diese nicht als Abwehrrechte gegen andere Grundrechtsträger einsetzen kann. Grundrechte von Amtsträgern gelten ausnahmslos gegenüber dem Staat selbst. Eieieiei, liebe Bediensteten, fragt bitte eure Vorgesetzten, weshalb sie euch ohne Scheu auf Generationen ins Verderben jagen. Grundrechtberechtigung oder Grundrechtsträgerschaft besteht, wenn eine Person Berechtigte, also Trägerin eines Grundrechts ist. Sie hat dann ein subjektives Recht gegen den Staat als Grundrechtsverpflichteten, dessen Inhalt sich nach dem jeweiligen Grundrecht richtet. Die Grundrechtsberechtigung in Bezug auf ein bestimmtes Grundrecht ist zu unterscheiden von der Grundrechtsfähigkeit, also der Fähigkeit, überhaupt Träger von Grundrechten zu sein. Wer Träger eines bestimmten Grundrechts sein kann, richtet sich nach dessen persönlichen Schutzbereich. Danach gibt es Grundrechte, die jedem Menschen zustehen, Menschenrechte. Solche, die nur Deutschen zustehen, deutschen Grundrechte. Und das Asylrecht, dessen Träger nur Ausländer sein können. Die Grundrechtsberechtigung juristischer Person richtet sich nach Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz. Fehlt die Grundrechtsberechtigung in Hinblick auf ein bestimmtes Grundrecht, so kommt nach herrschender, freilich umstrittener Ansicht die subsidiäre allgemeine Handlungsfreiheit in Betracht. Grundsätzlich nicht grundrechtsberechtigt, sondern grundrechtsverpflichtet ist der Staat, also die gesamte öffentliche Gewalt mit Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung. Na, das hatten wir ja gerade. Und hier tauchen für dieses Video auch zum letzten Mal die Deutschen auf, nämlich in ihren eigenen Grundrechten.
Nachweislich gefunden habe ich sie bis jetzt hier immer noch nicht. Aber wir haben von geschützten Personen gehört. Wir wissen, dass der Mensch keine Person ist. Allerdings kann er sich durchaus selbst Personen schaffen und diese nutzen. Hier ist die Rede von sogenannten natürlichen Personen, wie wir sie im § 1 des BGB finden. Mehr möchte ich dazu noch gar nicht sagen. Ach so, ich rede hier natürlich vom Gesetzbuch, nicht von den AGB. Aber hier solltet ihr selbst forschen. Und noch einmal, informiert euch bitte selbst über das von mir hier Vorgestellte. Es kann alles falsch sein, denn ich habe ja schließlich nicht studiert. Aber vielleicht ist das ja auch der Grund, weshalb ich mich um einen Ausweg aus diesem Dilemma bemühe. In meinen Recherchen fiel mir nämlich auf, dass das, was wir wissen und glauben sollen, direkt aus Universitäten stammt. Wenn ich bestimmen wollen würde, was die Menschen glauben und wissen dürfen, was würde ich anstellen, um das zu erreichen? Ich würde mir ein paar Mitstreiter suchen und ihnen bestimmte Informationen geben. Natürlich würde ich ihnen sagen, dass diese Informationen vertraulich sind. Ich würde diese Leute dazu animieren, zu diesem Thema Studienlehrgänge an meiner Universität zu geben. Zu diesem Zweck würde ich ihnen einige Privilegien einrichten und mit bunt bedruckten Scheinen um mich werfen. Dann würde ich den Auftrag erteilen, besonders Folgsame anzulocken. Oder sollte ich gleich zu rekrutieren sagen? Dazu könnte ich den Ausgewählten beispielsweise ein kostenloses Studium anbieten. Ach was, sowas gibt's nur in Verschwörungstheorien und wird dort Stipendium genannt. Während alle anderen für ihren Dunk und vor allem für die Bildung selbst aufkommen müssen. Sind die Auserwählten bereit, geht es in die nächste Runde. Inzwischen müssen die Gründer der Universitäten und die Meinungsmacher gar nichts mehr tun. Das System läuft selbstständig bestens weiter. Kaum jemand hinterfragt noch den Sinn und Zweck der Universitäten und ob das dort vermittelte Wissen überhaupt der Wahrheit entspricht. Jeder versucht sich an die Spitze zu kämpfen, beziehungsweise werden es immer mehr, die einfach nur nicht untergehen wollen. Das System nähert sich seinem Ende und wer das nicht mitbekommt, wird extrem hart landen. Wer die Nummer mit den Universitäten nicht glaubt, kann sich ja mal eine Liste der Berufe aufstellen, für die man unbedingt studieren muss. Jedenfalls, wenn man in die oberen Ränge möchte. Und damit möchte ich dieses Video beenden. Es freut mich, dass du bis hierher durchgehalten hast und eventuell eine oder andere Information dein Interesse geweckt hat. Ich werde jetzt erst einmal meine Stimmbänder in den Kurzurlaub schicken. Bis dann!